Ich denke, jetzt kommst du in so ein Werksauto und dann hast du ja im Lotto gewonnen. Ich konnte überhaupt nicht fahren mit dem Apparat. Es war unfahrbar. Wirklich. Ganz extrem unfahrbar. Und dann habe ich dann ja 2, 3 Rennen damit verbracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht es. Dann habe ich angefangen zu bauen. So, und habe die Lenkhebel verändert, die Winkel verändert, die kürzer gemacht. Ich konnte überhaupt nicht lenken, so schwer ging das. Jetzt muss man sagen, der Jochen Maas hat die Autos so gemacht, dass nur er damit fahren konnte. Da konnte keiner mitfahren. Er ist ja King Kong. Der Jochen ist ja ein Gorilla, sage ich jetzt mal. Die Lenkkräfte waren so hoch, dass du dann nicht mehr lenken konntest. Du also hin, hast, hat die abgestürzt, hat so gedreht und dann festgehalten und mit dem Gas das Auto um die Ecken gefahren. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mein heutiger Gast, der sticht auf jedem Foto, das zum Beispiel Rainer Braun in unseren YouTube-Gesprächen in die Kamera hält, sofort heraus, denn sein Tiroler Hut scheint ihm auf dem Kopf festgewachsen zu sein und ich bin mir nicht sicher, ob seine Frau ihn überhaupt noch ohne erkennen würde. Die Rede ist natürlich von Hans Heyer, der Mann, der mit 3 gewonnenen Meisterschaften der erfolgreichste Pilot der deutschen Rennsportmeisterschaft ist. Und zu diesem Treffen mit ihm muss ich euch noch was erzählen. Denn es war nicht nur ein kurzes Interview, für das er mich empfangen hat, sondern ich habe geschlagene 6,5 Stunden mit ihm gesprochen, bevor er mir noch sein Asphaltwerk gezeigt hat, wo in allen möglichen Ecken und Hallen noch Teile seiner Autosammlung stehen, vom alten Formel 1 über seinen Lancia Beta Monte Carlo, einem 8-rädrigen und 4-motorigen Rennkart, bis hin zu zahlreichen Sportwagen und Limousinen seiner alten Mercedes S-Klassen, die stehen da dreifach übereinander gestapelt, Porsche 993 Turbo S steht in irgendeiner Ecke. Es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, Mensch, jetzt fange ich auch schon so an, wir haben uns x-mal verquatscht, neu angesetzt, über dies und das gesprochen, sodass wir hin und wieder mal in der Zeit springen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Und in der nächsten Woche kommt natürlich noch Teil 2 von dem Mann mit dem Hut. Hier ist für euch Hans Heyer. Du bist hier groß geworden mit LKWs? Ja. Und man ist ja immer schon mal nah dran an Motoren und großen Autos und so, ne? Also da bist du als kleiner Junge, bist du hier über den Hof gefahren. Ja, ich durfte nicht Fahrrad fahren, weil das zu gefährlich war. Ich durfte nicht PKWs, alles andere durfte ich fahren. Auch LKWs, auch da, wo ich noch nicht in die Pedale kam. Das war kein Problem. Ich durfte auch durch ein Hallentor fahren als Beispiel und dann hat der Alte gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber bitte nicht nochmal. Ja, also als Beispiel. Es war eine andere Welt. Man hat mich zwangsversetzt, weil ich theoretisch, Schule war ja nicht lustig. Ja, also Schule wollte ich ja überhaupt nicht. So, und dann hat mein Vater hatte einen Bauingenieur als Beamter bei der Stadt Mönchengladbach. Die wohnten in Adenau. So, und ich vergesse das nie, am ersten Tag, Fahrradfahren war verboten, aber nicht in Adenau. Das hat er ja nicht mitgekriegt. Ja. Und am ersten, zweiten Tag, gab es ein Geräusch, was ich noch nie gehört hatte. Das waren die Silberpfeile. Am Nürburgring. Und ich? Fahrrad dahin und es kam kein Auto. Ich wusste gar nicht, was das war. Die fuhren immer nur eine Runde und dann wieder rein. So, und irgendwann habe ich natürlich mitgekriegt, dass da 3 Autos waren. So, und ich kenne die ganzen Grand Prix-Fahrer aus der damaligen Zeit, kennen die mich als 10, 12, 15, 20-Jährigen. Alle. Das ist sensationell. Die sind ja alle schon teilweise gestorben. Krasses Beispiel ist Hans Herrmann. Ja, der ist zum Glück noch nicht gestorben, ja, aber eben. Juan Manuel Fangio, ja, ist der da auch alle rumgelaufen? Ehren, alle. Tony Brooks, in Scafiotti, was weiß ich, der ganze Verein. So, in Hermann Lang, in Chic, also die Mercedes-Treter da und. Also, diese Jaguar-Fahrer, den Lindner und solche Leute. Ne? Okay. Also speziell auch die Richie Ginter und Phil Hill und wie sie alle hießen. So, die Rodriguez, so, und die waren in Nürburgring, wenn man jetzt in Nürburgring vom Nürburgring kommt, hochfährt und dann runterfährt, da wo man normal reinfährt jetzt, die offizielle Einfahrt, ja, der Gäste. Ja. Auf der rechten Seite gibt es einen Bauernhof, Hotel,
Und in diesem Bauernhof unten in der Garage, da waren die Mercedes-Leute drin. So, und da bin ich, die haben mich 20 Mal rausgeschmissen. Das heißt 20 Mal, jedes Mal. Daher kannten die mich. Oder den Moss zum Beispiel. So, und nur, es gibt so nette Geschichten. Ich habe ein Boot in Parma. So, ich gehe bei uns da in Club de Mar vorbei, klopfe mir einer auf die Schulter und sagt, bist du wirklich? Das war dann der Moss. So, aber mit dem Markenzeichen Hut natürlich. Aber das hast du ja als Kind noch nicht, oder? Nein, aber nochmal, jetzt zum Schluss. Jetzt, also, ja, das klar. Ist gewesen jetzt, 2, 3 Jahre, bevor er gestorben ist. Ja, ja. So, dann habe ich natürlich mit ihm und mit seiner Frau, die ich auch schon ewig kannte, so habe ich natürlich, was weiß ich, Kuchen gegessen. Ne? Also, das ist, sagen wir mal, ich lege da nochmal keinen Wert drauf, aber das ist es. Das macht einfach. Das ist besonders, ne? Da war auch, das ist was Besonderes. Ja, ja. So, das kann man nicht kaufen, nenne ich es jetzt mal so. So, und das gibt es mit vielen, vielen Leuten. Da gibt es eine Parallele zu. Ali Schatz, Nürburgring, Ali Schatz ist ein Begriff. Ja, ja klar. Der Ali Schatz ist ein Kommisskopf extremster Art, brutalster Art. Also, ob ich das bin oder wer auch immer das ist, ist egal. Ne, was ihr macht das? Und du sagst, Ali ist ja alles schön und gut, das ist aber anders. Und er sagte, mal 2. Strafe mal 2. Wenn du fragst, warum, mal 4. So, wenn du dem sagst, ja, an für sich hast du ja recht. So, und du machst ja auch Fehler. Und dann gib mir ja Beispiel. Ich habe ihn 3-mal ein Rennen abgebrochen, nur als Beispiel. Wo er es freigegeben hat über Funk, weil es schnell gehen musste. Ja. Ne? Na, also, Ludwig und ich stehen in der ersten Reihe, ja. DTM. Er wollte den Rekord brechen an diesem Wochenende mit den meisten Veranstaltungen. Und hat das Vorauto weggelassen. Das immer rumfährt und guckt, ob alles passt. Ob alles frei ist. Auf jeden Fall, es gibt einen Start. Ich bin Erster, der Klaus ist Zweiter. So, und sehe beim Wegfahren, dass 2 gelbe Lampen mit Abschleppwagen auf der Gegenfahrbahn uns entgegenkommen. Und bin dann hin und her gefahren, während dem Start. Also nach dem Start, auf der Gegengerade hin. So hin und her und hab die Tür aufgemacht und hab so gemacht. Ist keiner vorbeigefahren. Völlig unnormal. Normal fahren die mit 10 Mann mit dir vorbei. Ja, klar, klar. So, dann bin ich raus, zu dem gesagt, dreh dich mal rum und hab den Hintern getreten. Ali Schatz. Ja, klar. Oha, aber ja. Mit Karacho. Ich sag, und ich habe wieder Jahrzehnte und Stahlkappenschuhe. Ich sag, hast du einen Knall? Und ich wollte so einen Hals. Weil das war ja wirklich gefährlich. Ja, na klar, klar. So, und 3-mal, ich weiß, also das ist so viel passiert in dieser ganzen Epochenzeit. Einmal, wie der Müller verunfallt ist, habe ich das Feld angefahren. Da sind dann noch welche durchgefahren. Der Stuck mit dem Piquet, der ist durchgefahren, noch 2. Ich habe da angehalten und bei meinem Auto waren die Scheiben geschmolzen. So ein Feuer war das. Also, voll habe ich auch abgebrochen. Vollgetankt der 935. Ne? Ja, ja, natürlich. Diese Nummer, ne? Und der dritte Mal weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Also, ich glaube, wir müssen noch mal wieder ein Stück zurück. Ja. Also dein Vater hatte ich eigentlich, um dich hier so ein bisschen von dem Tüch, wie man im Norden sagt, wegzubringen, dass du dein Abi machst oder deine Schule beendest wenigstens. Und du bist dann eher am Nürburgring unterwegs gewesen. Also zuerst mal ging das am Nürburgring los, dass wir im Winter mit Skiern unterwegs waren, von der Arenberg-Ecke bis zum Breitscheid. So, und im Sommer mit einem Roller mit bei war. So, also als Kind. Ja. So, dann habe ich natürlich Kartsport gesehen. Ich war dann in den Ferienzeiten immer zu Hause. So, und dann habe ich also, weil ich nicht lernen wollte, hat man mich zur Mercedes gesteckt. Und dann gab es also jemanden, der da einen Gucker baute im Keller. Geheimer Keller, ohne dass also der Herr Wilberts das wusste. Der Herr Wilberts war der Chef von Mercedes. War der Chef, das war der Inhaber. Ja. Und du hast eine Lehre gemacht als Mechaniker. Ich habe dann Mechaniker. Oh, okay. So, und nachdem ich das dann wochenlang nicht mitgekriegt habe, habe ich das irgendwann mitgekriegt. Dann hat er mir das gezeigt. Das war donnerstags mittags und samstags nachmittags abends habe ich einen Gurker gehabt. War das fertig. Vierkantrohre. Komplett selbstgeschweißt. Ja, klar. Ja. Vierkantrohre. Der Motor war eine 250er Adler von einem Fahrer, der hat das jahrelang nicht mitgekriegt, dass der Motor weg war. Also, das war das erste Kart. So, und dann gab es also viele, viele Zufälle im Leben.
entweder war ich Erster oder weg vom Fenster. Oder 10 Meter in der Luft. So, das war das große Problem. Und dann habe ich also einen Herrn Pertuzzi und Herrn Fiadelisi. Die haben mich kennengelernt. So, und die kamen zu mir. Der eine war der Inhaber von Astra. Astra ist eine Panzerfirma, 30.000 Leute. Die machen Betonmischer andersrum, wo ein kleines Fahrhaus ist, wo die Trommelentleerung vorne ist. Mhm. Mit Mercedes-Chassis. Mhm. Der Kreis fängt schon an, der Kreis sich zu bilden. Die Trommeln machte der Senior Dallara. Tatsächlich, der Rennwagenbauer? Ja, natürlich. Okay. Der Sohn, der heutige Chef, mit dem bin ich Gurka gefahren. Okay. Dann schon schließt sich der Kreis. Ja. So, und dieser Herr Pertuzzi hatte Krebs, hat noch 7, 8 Jahre gelebt, hatte also bei Parilla Motorräder gekauft immer, weil der Vermögen war. Und die haben dem immer La Bomba verkauft. Also alles, was um die Ohren flog, haben die dem verkauft. Und irgendwann hat er die besten Leute weggenommen, hat dann BM Astra Motorräder gemacht. Und ich war sein Werksfahrer. So. Zufall, reine Zufall. Aber wie hast du es bis dahin finanziert? Also du er sagte zu mir, wir sind es leid, der sprach ein bisschen Deutsch, wir sind es leid, dich ausfallen zu sehen. Nee, weil du bist aber auf eigene Kosten ja erst zu Rennen gefahren, oder? Mit Mutters Taschengeld. Mit Mutters Taschengeld. Ja, klar. Dein Vater war da dagegen? Ja, natürlich, war Krieg. Der wusste es nicht. Ja, okay. und das war das selbstgebaute Kart immer noch, oder hattest du dann zwischenzeitlich schon Nein, das ging dann Tecno Parilla. Ja. So, und dann kam er und dann gab es Tecno BM Astra. Okay. So, und dann gab es nachher Typhoon BM Astra. Typhoon kommt aus München, ich habe das erste Typhoon gemacht. Okay. Warum? Weil da gibt es Storys ohne Ende. Typhoon Schöfer hat 2 Söhne, einer davon lebt noch, der Vater ist gestorben. Wir hatten ein Techno, das brach immer, wenn es rechts der Motor war, ist ja Chassis so, worum und gerade durch. An der Stelle brach das immer. Und da war der Typ, der machte diese Maschinen für weiße Streifen, Farbstreifen zu machen für Straße. Also für die Straße, ja. Der hatte aber ein Schutzgasschweißgerät, damals. Ja. Das war ja Sensation. Ja. Und nachdem wir da 10 Mal da gewesen sind, hat er gesagt, ja, ich weiß das jetzt nicht mehr, wir bauen jetzt ein Kart. Dann habe ich mit ihm zusammen ein Kart gemacht. So, und von Typhoon bekam ich immer einen Rahmen. Alles, was drumherum war, nicht, nur der Rahmen. Und der Rahmen war wichtig wegen der Verdreherei mit unterschiedlichen Schweißnähten und. Und dieser unterschiedliche Materialien hat er gemacht. So, und ich kriegte von dem immer, für jedes internationale Rennen bekam ich einen Rahmen umsonst. Musste immer umbauen. Ja. So, und es gab also von Astra 10 Motore Stand und 2 geschenkt internationales Rennen. Habe ich alles von bezahlt. Der Alte hat gedacht, ich würde Bank ausrauben. Ja. da bist du aber auf Achse mit dem eigenen Wagen dann zu den ganzen Rennen gefahren. Hast du auch selber geschraubt? Ja, klar, natürlich. Ja. Der Rainer Alberts hat mit mir zusammen geschraubt, Gurkan geschraubt. Okay. So, das war die Kartzeit. Ich bin ja auch dann während dem Anfang der Automobilzeit noch jahrelang Kart gefahren, wie der Michael genauso. Ja, ja, der Bundespräsident hat dich ausgezeichnet für deine Erfolge im Kartfahren. Ja, das muss man zur damaligen Silberne Lorbeerblatt, ja, super. Ich weiß noch nicht mehr, wo es ist. Nein, also das sind natürlich Sachen, die sehr lehrreich waren. Also Kartfahren war in Holland, wenn man in Deutschland einen Führerschein haben musste. Ach so, okay. Ein sehr guter Freund von mir heute noch, der fährt ja MTB, so grüne LKWs, fahren Zementzüge. Die sitzen in Hagen und machen Beton. So, er hieß Lothar Hansmann, der heißt normal Heinz Becker. Von Lothar Hansmann, herrlich. Und da habe ich ja zweimal die Meisterschaft gewonnen in Holland. Das war so hochinteressant, die Holländer sind lustig. Also mitten in der Stadt, im Dorf, war nur so am Sonntag, sonst nichts. Sonntags morgens anfahren, sonntags um 5 Uhr Gummikaffee trinken. Mitten über die Bordsteine, war unglaublich. So, und bin dann natürlich in Deutschland aufgeschlagen mit ihm zusammen. Wir haben natürlich dann hier die komplette Kartwelt aufgemischt. Und zwar vom ersten Tag an, weil wir fertig waren. Wir waren natürlich raus, rum, bang, war die Zeit da. So, und das heißt, dann gab es ja eine Nationalmannschaft. Da gibt es den Coach auch noch, der heißt Adi Brodericks, der ist jetzt 92.
So, den gibt es noch. So, und haben auch noch Kontakte. Und die Kontakte zu den anderen Fahrern gibt es Gott sei Dank auch noch. Mhm. So, da geht dann hin, die sind dann Südafrika ausgewandert und sind dann wieder zurückgekommen, weil die Kinder praktisch da zum Militär mussten und alles solche Sachen. Ja. Okay. Karl-Heinz Peters, München, gibt die beste Story. Erstes Rennauto von mir. Die gab es Charlie Leberle und Karl-Heinz Peters sind Schwager. Also, die haben die Töchter von dem Herrn Peters Vergölz geheiratet. Der eine war in Bad Nauheim, hatte Vergölz-Vertretung, der andere in München. Frankfurter Ring 7. Und an seiner Zaungrenze standen 2002 Karosserien. Der Original von BMW. Natürlich, vom Berg. Ja, okay. Ist okay. Ja Frankfurter Ring. Ja, ja, genau. Ja. Tolle Nummer. Die waren da gelagert, oder was? So, ein Freund von mir, Hartmut Knorr, intern Suppenwürfel genannt. Hannen Alt. Gab ein Hannen-Alt-Racing-Team, der alte Stuck, der Strezel und ich haben das gegründet. Deshalb das gelbe Auto, die rote Sau. Ah, okay. Gibt es auch. Okay. So, auf jeden Fall, dieser Suppenwürfel hat ein Unfallauto gekauft, wir haben ihn auseinandergebaut. So, und haben dann eine Ruckerrosse gebraucht. Mhm. Und den einzigen, den ich kannte aus dem Motorsport, war Helle Bein. Ja, okay, der damalige... Der war Rennleiter bei BMW. Ja. Den habe ich angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Ruckerrosse. Wer bist du denn? So, ich habe ihn erklärt, ja, das weiß ich. Du musst ja das schon, war schon unnormal. So, und wir haben keine Ruckerrosse. Ich weiß aber, wo eine steht. Da steht nicht nur eine, aber es ist eine, da ist eine Beule drin. Die haben wir reingehauen. Besenstiel. Angrenzend an dem Grundstück von Über dem Vergölz. Einen Zaun, ja. Lange Stange, zusammengebunden, Stein dran, haben wir im Dach vom Dellen gehauen. Habt ihr die Karosse kaputt gemacht? Und die haben wir dann gekauft. Hat er uns einen ganz Preis, ich war etwa 170 Euro, ne, D-Mark war das noch. Ja. Nicht zu fassen, ne? Ja. So, dann seid ihr mit dem verbeulten Dach, seid ihr dann Rennen gefahren? Nee, das haben wir natürlich gemacht, aber wir konnten ja von unten einfach so plopp, war dann wieder draußen. Bist du zu deinem ersten Rennwagen gekommen? Das heißt, wir haben dann das Auto, das heißt, der Köpfchen hat, wir haben in Rhein-Maas-Zentrum, das ist in der Nähe vom Flugplatz in Mönchengladbach, haben wir einen Europameisterschaftslauf Gucker gemacht. Und dann hat der Peter Köpfchen mich fahren sehen. Ein ganz netter Mann, leider gestorben. So, der Peter hat mir gesagt, du kannst für uns mal ein Rennen fahren. In ein Jahr rum nichts passierte. Dann haben wir durch Schufa das Auto aufgebaut, mit dem Rainer zusammen, mit dem Rainer Albert zusammen aufgebaut. Also der hatte eine kleine Werkstatt, hatte durch mich irgendwann, der hat die dann aufgehört. Wir haben ihn selbstständig gemacht und dann haben sie bis heute, die Kinder machen das weiter. So, und haben dann Zolder. Belgischer Löwe, Nummer 1, der erste DTM-Lauf. Ich dem gesagt, der Jung fährt jetzt, dieses Jahr. Ganz mal, was er will, ganz so, was er will. Nichts passiert. Da fuhr der Torit, der Rainer Braun, der Kellners und der Stuck. Torit war ein privates Auto, was der selber bezahlt und die anderen waren Werksfahrer. Und ich mit dem Auto, was also zusammengebaut war, einen Motor, den kriegst du von uns. Der Peter gesagt, also der Köpfchen gesagt. Dann fahre ich den von Gladbach aus mit dem Anhänger dahin, donnerstags, um den Motor abzuholen. Da fährt er mir zuerst mal vom LKW, vom Anhänger, das Auto. Stand die Räder schon so. Ich denke, oh wei. Das heißt, ich bin PKW dahin, wollte den Motor abholen, da war da kein Mensch mehr da. Ah, nicht schon Zolder. Donnerstag Zolder war damals schon Training. Ne? Super, ne? Ich also montiere als ein Weichler, stand der Motor, eingeladen, mitgenommen. Habe ich eingebaut, mit Streichhölzern in den Ohren dahin. Das Auto fuhr überall hin, nur nicht dahin, wo ich wollte. Es war unfahrbar. So, und der Motor, beim Bremsen ging der auf Vollgas. Weil du hast so ein Dattgestänge.
mit Gummilagerungen noch. Das gab es ja damals noch nicht mit Alu und sowas. Das war ja alles. So, und beim ein Gasgestänge, kein Zug, sondern ein Gestänge. Wenn der Motor nach vorne ist, kriegt er der Vollgas. Hier ist man beim Bremsen. Dann die ganze Scheißapparat eingeladen, wieder zurück. So, die ganze Nacht durchgebastelt, gemacht, gebaut, mit allem drum und dran. So, und wieder dahin. Und dann sagt dann der Herr Rennleiter, ist nichts mit fahren, du darfst nicht fahren, ist kein Training. Ich sage, soll mal wetten, dass ich fahre? Was machen wir denn jetzt? Ja, du musst von allen Fahrern eine Einverständniserklärung haben. Ich sage, mit der MP, unterschreibst du jetzt oder nicht? So, und dann bin ich gefahren. Das heißt also, ich stand da und konnte noch nicht mal sehen, wo gestartet wird. Ah, die hast du bekommen, die Einverständniserklärung? Natürlich, alle als Letzter natürlich. Ja. Also da gab es die Schikane noch nicht. Das war dann nur so eine Ecke. Ja. Also ich stand so, und da gab es keine Ampel, sondern mit Flagge. Und dann gibt es also, ist auch ein Begriff in Wirklichkeit, der heißt Wolfgang Stahl. Das ist der Erbe von den Stahlaufzügen. Oh, okay, okay. So, ja. Ist in Amerika gelandet, so, hat da geheiratet, ist aber schon über 15 Jahre tot, leider. So, der war mein Zeitnehmer. So, als Spaß, eine Freude. So, und seine Tochter hieß Elissa, deshalb heißt meine Tochter auch Elissa. So, und dann gab es also den Start, der ist groß, stand auf der Leitplanke. Ich konnte nur den Kopf von dem sehen, sonst nichts. Und der hat schon so gemacht. Da waren die noch nicht weg, da waren die noch nicht, war die Fahne noch nicht oben. So, und bin dann natürlich gestartet. Ich war innerhalb der kürzesten Zeit, das Auto hatte alle Farben von allen Gegnern bei mir rundherum. Unglaublich. So, und ich wusste natürlich aus dem Kartsport, wo die Sportkommissare stehen. Achso, okay, ja. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge, dass du weißt, wo der und der, wer ist das überhaupt und. So, das wusste ich. So, und Rennen zu Ende und dann schicken die mich nach vorne. Ich denke, oh wei, was hast du alles gemacht? Wer ist das alles schuld? Und keine Ahnung. Ich war schon am Simulieren, sämtliche Ausreden, die man sich auch einfallen lassen kann. Halt am Start und Ziel an, reißt einer die Türe auf mit solchen Händen, brüllt mich an, ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Das war der alte Stuck. Den kannte ich überhaupt nicht. Ja klar, okay. Den kannte ich überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wer das war. In Bayerisch brüllt er mich an. So, und Riesentheater um mich herum. So, die einen waren am Lachen, die anderen waren stinkesauer. So, der Peter Köpfchen ist so ein Nährpastyp. Wie der Jochen ist der. Also ganz ruhiger. Ganz, ganz seriös, ganz ruhig. Der brüllte mich auch an. Ich wusste gar nicht, dass der brüllen kann. Zieht mich in die Box rein und sagt, du bist das ganze Jahr engagiert. Das ist eine tolle Nummer, ne? Ja, ich fand gut, das gut. Ja. Also als Einstand ist es nicht schlecht. So, nein, das war ja gar nicht das Problem, sondern so, und die Vereinbarung zwischen Stuck und Köpfchen war, dass der Striezel die Meisterschaft gewinnen sollte. Und dann hat der Alte gesagt, was ist denn da mit dem Haier? Er sagte, der ist sowieso irgendwo hinten, der muss ich da erstmal sortieren. So, und mir hat der gesagt, wie soll ich das erklären? Der Peter hat mir gesagt, den Stuck kannst du nicht überholen. Ja, okay. Ich sagte, das war ein Fehler, wenn du mir das sagst. Wenn du mir jetzt erklärst, dass der irgendwann Meisterschaft fährt. Ja. Dann mach ich das von alleine. Das gehört sich so. Ja. So, wenn du mir schon die Möglichkeit gibst, dann will ich nicht irgendwie dich treten, machen und tun. So, und ich sage, aber wenn du mir das jetzt so gesagt hast, das entscheide ich während dem Rennen. So, und ich bin dann auf das Stuckauto aufgelaufen. So, also ein Auto stand am Rand, das war der Rainer Braun. Ein anderes stand irgendwo rum, das war der Kellnoss. So, und eins habe ich überholt. So, und das kann ja nicht der Stuck sein normalerweise, ne? Theoretisch ist das nicht möglich. Ja. Wusste ich aber nicht. Wusste es wirklich nicht. So, und wenn man mit dem Striezel unterwegs ist, der ist zuerst mal wahnsinnig lustig auch im Auto. Also, den kann man gar nicht beschreiben. Also, es gibt kein interessanteres Rennen, als wenn du mit dem zusammen unterwegs bist. Der kommt doch immer wieder. Der ist nicht weg. Das ist unglaublich.
Also der fliegt raus, der Staubel, der hat keine Flügel mehr dran, der fährt mit 3 Rädern schneller wie ich mit 4. Der ist komplett irre. Und so ist auch seine ganze Karriere. Ein wahnsinniges Talent, aber der weiß nicht, wenn man jetzt gegen so einen Baum fährt, dass das Aua ist. Das weiß er nicht. Der sagt, was riecht sich an hier auf? Also wirklich extrem. Ja, hast du ja beim so. M1 nachher erlebt, ne? Also, ja, da kommen wir auch noch drauf. Also ich, Schneider war ja Einsatzteam Lancia. Ich wollte Lancia fahren. Und BMW, das ist ja schon der absolute Albtraum für die Lancia-Leute und auch für BMW. Ja. Dann habe ich gesagt, entweder fahre ich jetzt nur Lancia oder ich fahre nur BMW. Das könnt ihr jetzt entscheiden. Ich werde das machen. So, und ich hatte in Wirklichkeit nur mit Domingos und Agnelli zu tun, sonst keiner. Und anschließend Fiorio. Und Fiorio hat... Der Einsatzleiter von Lancia, ne? Also der, ja, aber der war, der ist deshalb nur, der war ja nachher Ferrari-Rennleiter und. Ja. Der hat die Familie Agnelli im Krieg versteckt. Ja, okay. Das muss man wissen. Der durfte alles. Ja, gut, klar. So, er war ein guter Mann, so ist das also nicht. Aber der lief immer, also, ja, Mr. Hollywood hat man ihn intern genannt. So, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Aber es gab Denim-Autos. Als Sponsor hatte ich nichts mit zu tun. Das Einsatzteam GS Sport war Ignazio Di Notto und Ali Strasser. Mhm. Das waren also, der eine war von Alpha, die Iggy war aus Alpha und der andere war bei meinen Ford-Leuten. So, der kam, mein Chefmechaniker bei Ford, bei den Capris damals. So, und die haben das Team gemacht mit dem Anhang noch drumherum. So, und das war in Freiburg und die machten gleichzeitig die M1-Einsätze. Und wir hatten 2 Denim-Autos. Zuerst ich allein und anschließend der Patrese. Patrese ist mein Gurka-Kumpel. Okay, du kannst da wirklich schon alle, ne? Die ganzen Formel-1-Leute auch. Aber das ist unglaublich. Ne? So, und alle diese Dinge kommen dann irgendwann zusammen. So, und dann waren die Formel-1-Leute... wurden ja bevorzugt und hatten also Autos. Und die fuhren ja, die ersten 5 fuhren auch M1. Mhm. Egal, welche Verträge es gab. Mhm. Und Lancia hat gesagt, geht nicht. Und ich habe Agnelli gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe da zu dem Agnelli, der war super, der Typ. Mhm. So, dem Agnelli gesagt, wir machen, ich weiß nicht, welches Rennen das war. Irgendwo ein M1-Rennen, ich glaube Imola, irgendwie was. Ich sage, da lässt du uns fahren. Beide. Der Patrese und ich. Beides Denim-Autos. So, und ich war immer so zwischen 2 und 6 irgendwas. Patrese fährt mit 5 Satz neue Reifen dann vor dir. Ich nur mit 1 Satz neue Reifen im Training, aber im Rennen habe ich ihn. So, Patrese sind... Der fährt nur 2 Runden und raus wieder. Neue Reifen, 2 Runden raus, der ändert nichts am Auto. Nee, unglaublich. Auch in der Lancia-Zeit war der ja auch da. Mhm. So, und trotzdem ist er ein wahnsinniger Typ mit dem Ergebnis, dass also ich dem Agnelli gesagt habe, wir machen jetzt einen Deal. So, wir haben schon so einen Deal gemacht, deshalb gibt es mich überhaupt hier. So, und die Antwort weiß ich jetzt vorweg, sonst würde ich das nicht machen. Wenn das Rennen interessanter ist wie das Formel-1-Rennen, dann darf ich also und der Patrese auch M1 fahren. Und genau so ist es gekommen. Nach dem Rennen kommt er zu mir und sagt, herzlichen Glückwunsch, alles klar, egal was die anderen machen, mach. Dann habe ich M1 gefahren die ganze Zeit. Ne? Bin da 2 Jahre gefahren, war ganz lustig, ne? Außer dass die Autos link waren, ne? Also diese 5 Werksautos waren mit leichten Dächer oder Katastrophen. Ne? Wusste ich ja, weil ich den Herrn Rosche ja kenne. Okay, achso, okay. Interessant. So, und bei Köppchen, da warst du länger, oder? Du bist dann länger auf BMW gefahren? Also ich bin dann, der Rainer kann das bestätigen, ich bin ja dann das ganze Jahr gefahren für die. So, und dann wurde das immer weniger. So, der Kellner, ich mache den Helmut sehr, sehr, sehr gerne, aber der konnte nicht ab, dass ich schneller war. Es gibt ein Rennen, vergesse ich nie im Leben. Jetzt bin ich natürlich italienische Mafia, nennt man das. Monza, 4-Stunden-Rennen, BMW, 2 Köpfchenautos, Helmut und ich.
Und eine ganze Meute Alphas. Und dann nochmal ein paar Schnitzerautos und. An der Grenze haben die Autos festgehalten. Aber da ich bei Go-Kart-Rennen und dauernd nach Italien unterwegs war, kann ich die ganzen Söldner dann. Ich hatte so die ganze, kann ich alle. Ich so, der will dieser, wollte das Auto festhalten. Ne? Ja. Dann war man jetzt, du musst hinten rumfahren, oben gibt es eine kleine Grenze, bist du weg. Was passierte? Zwei BMWs fuhren und der ganze Alpha-Meute. Alles andere war weg. Dann haben sie Zucker in den Tank getan. Wirklich. Wer? Ja, die Italiener, Alpha. Irgendwer. Okay. Ja, also 10 Bücher könnte ich schreiben über solche Storys. Ja. Also Italien ist mit Vorsicht zu genießen, weil wenn du Pech hast, hast du den Mechaniker mit dem Auto sitzen beim Start. Dann kriegst du dann, habe ich gehabt. Also nicht beim Start, aber im Training. Ja, den sie vergessen haben. Ja, war ja unglaublich. So, aber ich hatte ja eine Vereinbarung mit dem Agnelli selber. Die wollten, dass ich gegen seine eigenen Leute fahre. Das war an für sich die Aufgabenstellung. Der wollte, der hat gesagt, der Team Grande Casino steht mir bis hier oben, möchte ich nicht. Du kommst zusammen mit dem ganzen Verein und du kriegst alles, was es gibt. Wir brauchen nur 1 bis 10 Punkte. 1 ist in Deutschland, 2 deutsche Leute, 3 Kosten gibt es keine. Alles benutzbar ohne Rechnungsstellung. Was willst du denn noch mehr? Okay, besser geht es nicht. Das haben die gemacht. Und Domingos und ich haben das zusammen gemacht. Aber das war nachher wieder die Lancia-Zeit, ne? Das war die Lancia-Zeit. Ja, okay. Ja, klar. Alles klar. Ja. Da müssen wir ja auch ins Detail gehen. Ja, klar. Du bist dann für Schnitzer noch gefahren, ja, oder? Klar. Oder nach Köpchen kam Schnitzer, oder? Währenddem. Also es gab ein Rennen in Salzburg. Da hat Köpchen ein Coupé gemacht und hatten einen Pleuelacher nicht drin. Okay. Und da stand ich da rum. So, und dann kam der Josef, der Sepp, kam da noch. Also der mit dem einen Auge und sagt, herzlichen Glückwunsch, da steht ein zweites Auto. Aber der Dieter Quester, der findet das nicht so toll. Aber fuhr der Furchtmeier fuhr da, der hatte aufgehört. Mhm. Und es gab dann plötzlich ein zweites Auto. So, und auch da gibt es eine Story. Dieter Quester war der Spitzenfahrer damals. Ne? Der ist Schwiegersohn vom Apfelbeck. Der hat absolute Sachen. Dieter ist ein super Typ, aber der ist natürlich ehrgeizig ohne Ende. Ja. Es gab also Termin, Schnitzer in Freilassing. Komme ich da an, 3 Tage vor Salzburg Europameisterschaftslauf. Eine Rohkarosse und ein fertiges Auto, alte Auto. Das ist dein Auto für morgen. Ich sage, ja, klasse, super. Die Rohkarosse. Ja, klar. Ja. Jetzt gehen wir zuerst mal Kaffee trinken. So, und ich war ja schon auf 100. Ich sage, ja, das ist ja klasse. Du bist ja bei uns dicken die Uhren anders. Wir gehen jetzt mal gleich mal gucken, dann gucken wir mal. Da war da drin, Hinterachse, Motor mit Getriebe, Kabelbaum, also alles mehr. War kein Problem. Und jetzt fängt wieder so eine Story. Der Sepp fuhr immer die Autos über die Straße ein. Also Rollout war über der Straße. Transporter, Parkplatz, Klappe runter, Auto raus, Transporter, nächster Parkplatz, über die Autobahn, hin, Klappe ein, Klappe zu. Er hatte aber nur ein Auge. Sepp, der User Schnitzer. Ne? Ja, klar. Ja. Und fährt mit diesem neuen Auto, fährt er in der Baustelle die ganzen Pinne weg. In das Auto ab. Und das Quester-Auto wurde rein zufällig auf dem Anhänger transportiert, denn den haben sie verhaftet. Dieter, so ein Schweller. So und strömender Regen. Jochen Nerpasch war noch bei Ford. So, und Dieter hatte das Sagen mit Fernsehen und unglaublich. So, und es ging jetzt darum, wer fährt jetzt welches Auto? So, und ich, Regen, ich, altes Auto. Klar, weiches Auto ist mir lieber, ne? Das fahre ich. Ich bin 5-mal hin und her gelaufen. Raus, rein, raus, rein. Jedes Mal, wenn ich drin sage, jetzt bin ich wieder dran. So mit dem Ergebnis, dass also ich im alten Auto saß und er im neuen, weil der Nerpasch hat irgendwann gesagt, jetzt fährt jeder mit dem Auto, wo er die Trainingszeit gefahren ist. Okay. Dann stand ich vor dem, da hatte der schon wieder so einen Schmeller. So, und dann gab es also einen Start und dann springt sein Auto nicht an.
Oh. Ich konnte vor Lachen nicht lachen. Es war unglaublich. So, und das war mehr oder weniger die Schnitzerzeit. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Geld verdienen und darum soll es auch im ganz großen Stil bei meinem Partner dieser Folge gehen, denn das ist heute die Norddeutsche Klassenlotterie. Und wenn ihr da ein bisschen Glück mitbringt, dann könnt ihr künftig bei der Suche nach Autos im Netz preisabwärts sortieren, denn wenn ihr bis zum 1. April ein Los bestellt, habt ihr die Chance auf 400 Gewinne von 1 Million Euro und mehr über Häuser, Autos und Gold. Und der Höchstgewinn liegt bei unglaublichen 30 Millionen Euro. Oder wie ich sie nenne, 2 McLaren F1. Die Gewinnchance liegt bei 1 zu 45.724.737 und ihr müsst einfach bis zum 1. April ein Los bestellen, über 6 Monate mitmachen und da liegt die Trefferquote pro Los sogar bei 50% und das auch noch staatlich garantiert. Die Lose gibt es auf nkl.de/gewinnen. Da seht ihr auch nochmal, was ihr alles abräumen könnt und dort bestellt ihr auch euer persönliches Glückslos. Ganz wichtig, Spielteilnahme natürlich erst ab 18 und Glücksspiel kann süchtig machen. Infos dazu findet ihr auf nkl.de/Glücksspielsucht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und vielleicht spendiert mir ja derjenige, der die 30 Millionen abräumt, mal eine Tankfüllung, wenn man sie in einem halben Jahr dafür noch bekommt. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gast Hans Heyer und wir reden über seine Zeit bei Zack Speed. Zack selber ist ein Magirus-Mann. Zack selber hat die größte Magirus-Geschichte jemals als Händler betrieben. Ach so, okay. Luftgekühlt, Keramikkolben, der ganze Quatsch wusste der auch. Also, was für Zufälle. Ja, wirklich. Ich bin nie im Leben vergesse ich das. Ich, wieder mal, der Karte kaputt. Gerrit-Lader sind da drin. Nicht KKK, was die heute haben. So, mit dem Ergebnis, so ein Apparat von Lader ist dann. Ich den Zack angerufen. Ich sage, ruf den Bruno, das ist derjenige, der die Auspuffe macht. Der jahrelang bei Toyota war zum Schluss noch. Ich sage, ich bin morgen früh um 6 Uhr gestartet. Geht los. Also wir machen Turbo. Das war die Zeit, wo die Turbos uns um die Ohren fuhren. Also Schnitzerautos und wie immer noch. Also die Escorts mit den breiten Kotflügeln, mit den ganz normalen 290 PS Cosworth Vierzylindermotoren. Mhm. Mit Gussblöcke. Ich sage, wir machen jetzt ein Turbo. Ich das Ding rein, dahin. Am selben Abend sind wir gefahren. Auf Turbo umgebaut? Ja, klar. Die Sitze waren 2 LKW-Batterien. Die Kabel zur Lampe hin, war alles abgeknipst, alles weg, weil das ja nicht passte. Das Bodenblech raus, alles weggebrannt und. Das Gaspedal war eine Kordel. Ich sage, wir fahren heute. Ehrlich, wir fahren heute. So, im Dunkeln. So, nur die 2 Lampen vorne, die Tor auf, oder der Ring, ja, unser Ring. So, und fahr raus. So, und der nahm natürlich kein Gas an und das war ja eine Katastrophe. Aber es lief. Es war, und wo der erste Gedanke war, no, das geht aber gut. Ne? Das ist aber ja mal richtig gut. Ne? So, und das wusste wirklich kein Mensch. Und ich zu dem Zack, ich sage, da ist einer, der fotografiert uns. Jede Runde. Ich sage, ich werde bekloppt, wer ist das? War da gucken. Er raus, genau am Ende der Geraden links, also die alte Supersprintkurs. Ne? Dahin, da ist kein Mensch. Ich sage, wie, da ist kein Mensch. Da blitzte dauernd, jede Runde blitzte. Ja? Er wieder zurück, ich rum. Ich sage, er blitzt, ich bin ja nicht bescheuert. Das ist Tag, hell. So. Ich sage, setz dich da rein, ich fahre jetzt rum, dann siehst du ja, wo der ist. Ne? Das war der Auspuff. So, solche Flammen. So, und dann haben wir das relativ schnell. Also wir sind dann angefangen mit 0,9 Druck und nachher sind wir gefahren mit knapp 3 Atü, also 3 Bar. So mit... ja, wie kann man erklären? Die Pleuelschrauben verlängert nach oben, also die Hauptlagerschrauben, Kopfdichtung weg, Nilusringe rein, Keramikkolben rein und. Das ging relativ schnell. Und der Leitpfosten dieses ganzen Motors war dieser Cut-Motor. Immer wenn irgendwas war, ich sage, ich habe da so eine Idee, ich habe den mal auseinandergemacht, das ist bei denen so gelöst. Aber die Mann dann hielt er. Unglaublich. So, und wir hatten dann, sagen wir mal, nachher mit dem 1,7 Liter irgendwann um 900 PS. Mit dem Auto. So ein Motörchen, so groß, ne?
So, das ist ja auch eine Formel 1, was die aus den 1,5. Dasselbe, gleiche Motoren. Ne? Also die Zackspeed-Nummer ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, weil das ist das einzige Team, was letztendlich alles selber gemacht hat. Hm. Es gibt kein Formel 1-Team, was alles selber macht. Vom Chassis über den Motor, über Getriebe, über die ganze Ladernummer, mit allen, außer der Felgen und der Bremsen. Alles andere haben die selber gemacht. Das ist schon außergewöhnlich. Ja. Ne? Ja. Wie war die Entwicklung vom Turbo Capri? Ich denke, jetzt kommst du in so ein Werksauto und dann hast du ja im Lotto gewonnen. Ich konnte überhaupt nicht fahren mit dem Apparat. Es war unfahrbar. Wirklich. Ganz extrem unfahrbar. Und dann habe ich dann ja 2, 3 Rennen damit verbracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht es. Dann habe ich angefangen zu bauen. So, und habe die Lenkhebel verändert, die Winkel verändert, die kürzer gemacht. Ich konnte überhaupt nicht lenken, so schwer ging das. Jetzt muss man sagen, der Jochen Maas hat die Autos so gemacht, dass nur er damit fahren konnte. Da konnte keiner mitfahren. Aber was hat er gemacht? Also was hat das so gemacht? Ist ja King Kong. Der Jochen ist ja ein Gorilla, sage ich jetzt mal. Die Lenkkräfte waren so hoch, dass du dann nicht mehr lenken konntest. Du also jeder hat hier abgestürzt, hat so gedreht und dann festgehalten und mit dem Gas das Auto um die Ecke gefahren. Das war natürlich nicht meine Welt. Und der Jochen stellte das Auto ein und wir mussten da alle mitfahren. Ich sehe heute noch die Fittipaldis und den Jackie Stewart kopfschüttelnd im Fahrerlager rumlaufen. Dieser weiße Capri, die haben den weiß lackiert, weil der Sponsor, weiß nicht mehr, was das für ein Sponsor war, Ford hat das bezahlt, den ganzen Quatsch. Die konnte auch nicht damit fahren. Ich rede von der Nordschleife. Ja. Es war wirklich schwierig. Ja. Ich bin jetzt irgendwann mit so einem Ding wieder gefahren und sage, dass ich damit gefahren bin, das glaube ich bis heute noch nicht. Mit was bist du gefahren? Mit dem alten Capri oder mit dem Turbo Capri? Wir reden, nicht Turbo Capri ist ja nur Zackspeed. Wir reden von dem Westlake Vierventiler Capri. Ja, okay, es gibt nur ein einziges Auto im Werk. Dann kannst du nicht mitfahren. Die Achse rattert hinten, das Ding bremst nicht. Leistung ohne Ende. Ja, aber zum Fahren ist, also ich heute würde mit so einem Ding fahren, genau eine halbe Runde rein, komplett alles raus, Ende. Und dann wird er noch gehen, das Auto. So, und jetzt muss man wissen, dass wir ja dann, sagen wir mal, Ford wird ja mehr oder weniger zugemacht. So, warum? Energiekrise 1972 und wir waren dann mit dem Escort unterwegs. So, und ich habe mit dem Erich zusammen diese Escorts gemacht. So, das war gut vorbereitet. Ich habe praktisch den Dieter Glemser abgelöst zu dieser Zeit. So, weil der einen bösen Unfall in Macao hatte. So, wollte nicht mehr und ich habe dann mehr oder weniger praktisch das übernommen mit dem Erich zusammen. Und dann wurde ja diese Weiterentwicklung gemacht hin, wir waren in Wirklichkeit fast nicht zu schlagen. Das war so gut. Also und dieses Rohrrahmenauto, ich habe ein LKW-Lenkrad mitgebracht und habe das da eingebaut. Ich sage, ich kann da nicht mitfahren, das ist nicht zu fahren. Dann habe ich kann man vorstellen, die Lenkhebel abgebaut, mit nach Hause genommen, abgeschnitten und zusammengeschweißt und wieder dran gemacht. So, und dann haben alle Fahrer gesagt, was hast du, lieber Thomas, was hast du mit dem Auto gemacht? Das war mein Auto, als Beispiel. Dann habe ich den Jochen mal hingestellt, ich sage, dreh dich mal rum. So, du siehst nicht nur wie ein Orang-Utan aus, du bist auch einer. Also ist es jetzt so, ich habe es kapiert. Ja, und dann hatte ich den natürlich auch gegen mich, fahrerisch gegen mich, weil er ja merkt, es gibt eine Konkurrenz. Aber ich hatte einen Fitzpatrick, ich hatte einen Glemser. Der Dieter konnte mit dem Auto überhaupt nicht fahren. Der fuhr so fuhr der damit rum. Das war nicht möglich. Ja, also es gab viele, viele, viele Dinge in diesem Zeitraum, wo also, das muss man sagen, ich fuhr ja dann als Einzelfahrer die Deutsche Rennsportmeisterschaft gegen BMW. Wenn man mal im Nachhinein überlegt, was das gekostet hat, das ist total bescheuert. Ja. Also, ich habe mich dann so ein bisschen abgeseilt. Ne. Also dahingehend abgeseilt. Ich habe mich mehr oder weniger dann mit den internen Leuten, die an meinem Auto waren, abgestimmt. Ich habe gesagt, jetzt lassen wir die mal dumm sterben. So, und wenn das dann gewinnt, dann machen die alles, was ich möchte.
man darf nicht pflegeleicht sein. Das funktioniert nicht. Also man muss schon mit den richtigen Leuten auch sagen, so Leute, jetzt machen wir mal die Türen zu. Und wenn wir rausgehen, dann lächeln wir. Mhm. Und wenn nicht, dann trete ich so was von nach. Dann macht ihr ein einziges Mal. So, oder einen besseren Gegner wie euch gibt es nicht. Herzlichen Glückwunsch, ich fahre gegen euch. Ja, ja. Und dreimal darfst du ran, wenn er die Meisterschaft gewonnen hat. Ja, das ist halt so. Ja, genau. Naja, du hast es ja mehr als bewiesen. Ne? Aber umso schlimmer eigentlich, dass du dann von heute auf morgen angeblich ja auf Wunsch des Sponsors abgesägt wurdest. Ja, das ist wieder was anderes. Das ist eine Geschichte, wo ich dann dem Erich gesagt habe, ich sage, der beste Gegner ist der, wo der Sponsor Sachen hat. Ich habe die ganze Geschichte von der ersten Minute an begleitet, habe praktisch mit dem Erich zusammen und drei Leute waren noch dazu, so die, sagen wir mal, das interne Verhältnis war, so haben dann praktisch alles, was man gewinnen kann, konnte, haben wir gewonnen damit mit dem Team. Gegen Ford, wohlgemerkt, auch noch. So zähneknirschend haben die dann gesagt, ja, da sind wir jetzt gezwungen, das auch zu machen. So, was ja keine gesunde Konstellation war. Und dann gab es immer wieder irgendwelche Knüppel dazwischen. Und Erich sagte dann irgendwann, wie soll ich es erklären? Escort, Escort 2, Gruppe 5 Escort, Gruppe 5 Turbo. Hin über Mustang, über Amerika gab es dann einen großen Capri, was für mich der Grund war, überhaupt weiterzumachen. Mhm. So, ich habe das Auto entwickelt, gebaut, gemacht, getan. Und dann kommt der Kanefuß und sagt, das fährt der Ludwig, weil der Sponsor das will. Mhm. Und ich dann gesagt habe, ja, ist ja schön und gut. Gab es ein Sportstudio, entweder Valerien oder Kürten, weiß ich nicht. Doch, Valerien war das. Ich sage, was denn? La Bomba liefere ich dir jetzt. Aber wehe dem, du machst das wie mit allen anderen. Dass du mich ausfraßt und das Negative dann benutzt. Ich sage, das schaffst du nicht bei mir. Ich nehme dich komplett auseinander. Und zwar live. Ich sage, lass es sein, ansonsten warte ich eine Woche, dann machen wir damit die Kochen. Also der Dieter ist ja ein liebenswerter Mensch, der tut keinem was. So, und das haben wir dann gemacht. Der Kanefuß da, der Erich da, ich da, ja, und die Mechaniker und zack's mit Auto. Und ich habe dann die Bombe platzen lassen. Ich sage, das war's. War nicht mehr für Zaxby. Dann fuhr ich da, wow, Ballaber ohne Ende, logischerweise. Alle wussten das nicht. Den Helmut Bacht, den technischen Leiter, der wusste das als Einziger. Okay. So, und der Domingos war da auch. Wollte ich gerade sagen, mit dem hattest du es abgesprochen, oder? Ja, natürlich. Ja. So, und es gab einen Termin in Turin, also in der, da, wo die heiligen Abbathallen sind, wo auch die Rallye-Autos gemacht wurden. Der Walter Röhrl war da zu dem Zeitpunkt auch schon da. So, und ich konnte das nicht machen, sagen wir mal. Capri, haben sie gesagt, da kannst du einen Blinden rein. Erstes Jahr sind wir ausgefallen. Weder erste oder ausgefallen. Zweiten wie, Jahr... Wie bist du zu Ford gekommen eigentlich? Das heißt, der Kranefuß hat mich zu Ford geholt. Mhm. Ein Jahr vor der Energiekrise. So, 72. Und ich sollte die Rennsportmeisterschaft fahren, was ich auch gemacht habe. So, und in der Europameisterschaft war ich dann in dem Team, wo auch Stuart, Fittipaldi und so unterwegs waren. Die natürlich auch kannte von der Seite her. Mhm. So, und dann kam die Energiekrise und man hat mich dann, ich hatte ja einen Werksvertrag mit allem drum und dran. So, und ich bin dann bei Zaxbit eingesetzt worden. So, und dann ging das ja los. Ne? Das heißt also, die kriegten alles weggeschnibbelt und wir durften alles. So, und wir gewinnen dann auch noch diese 6-Stunden-Rennen. Als Gesamtklassement, was ja der absolute Albtraum war. Beim Escort 1, beim Hundekorn. Ja, natürlich. Ja. So, und wir haben dann die Europameisterschaft gewonnen. Der letzte Rennen war in Jarama. Ich hatte dann Real Madrid da. Ich hatte dann... Borussia Mönchengladbach da, was ja schon unnormal war, ja. Weil ich ja mit denen jahrelang trainiert habe. Ne? Also, ach, du hast mit den Fußballern trainiert? Ja, natürlich. Ah, okay, okay. Also. Es gibt bis heute eine Saunamannschaft. Ja. Wir gehen zwar nicht mehr in eine Sauna, aber wo wir gegen eine Polizei gespielt haben, gegen weiß ich was, herrlich.
So, und die besteht aus dieser, ich sag jetzt mal, klassischen 70er, 80er Mannschaft. So, der Flippi ist dann Begriff, Norbert Flippen, der Manager aller Welten. Okay. Ist leider gestorben. Ja. Also vom Effe, vom Netzer, vom, was weiß ich, vom Matthäus und. So, und jeden Montag gibt es eine Saunamannschaft, dann gehen wir essen. Mhm. So, entweder bei dem Berti oder bei mir. Berti solange Fuchs. Ich denken kann, ja. Okay. Also, das bleibt. Das kann man nicht beschreiben. So, das hat nur was mit der Person zu tun, also personenbezogene Dinge. Das ist das Einzige, wo man sich noch drauf verlassen kann, wenn man die Personen kennt. Es gibt ganz wenige Leute, wo ich nicht mit klarkomme. Wo also, das passt einfach nicht. Früher habe ich gesagt, der kriegt nichts mehr. Heute sage ich, ich schicke einen anderen hin. Und ich beliefere dich so, wie du bezahlst. Komm in 3 Monaten wieder. Herzlichen Glückwunsch. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. So, das heißt, eine andere Welt. Ja. So, und ich versuche, also wie kann man das, das sind immer so einfache Beispiele. Ich fahre nicht mit Absicht einem in die Kiste rein. Das möchte ich nicht. Mhm. Wenn das einer bei mir macht, dann darf ich das ja wohl auch. Ne? Ist das richtig? Mhm. Und ich brauche mir das nicht aufzuschreiben. Mhm. So, und der sieht nichts im Spiegel, weil er dann nicht mit rechnet und meiner steht richtig. Das ist dann die Aufgabenstellung. Ja. So, und ich habe überhaupt keine Hemmungen dann. Du hast Hemmungen, wenn du in Plattenhaus an der Leitplanke hinzufahren. Ich fahre da mit vollem Karacho gegen. Weil wenn ich das nicht mache, drehe ich mich 30 Mal und das Auto ist absolut platt. Und so habe ich nur die linke Seite abmontiert. Also ich versuche das mal zu erklären. Ja. Dieser Überraschungsmoment, der ist bei mir ja nicht mehr da. Den gibt es nicht mehr. Du weißt ja gar nicht, was du machst. Also ich würde niemals hinten die Ecke rumfahren, wenn mir von uns ein LKW entgegenkommt. Weil ich will nicht unter einem Betonmischer landen. Ja. Ich kenne mich aus mit diesem Quatsch. Ja. Ja. Das schließt ja nicht aus, wenn 10 Sachen gemeinsam passieren, dann bin ich im Himmel. Bei einem Rennfahrer müssen schon 15 passieren. Mhm. Und jetzt ist die große Frage, wie weit nutzt man das? Aus. Da ist der springende Punkt. Also, ich habe irgendwann festgestellt, 100% sind nur mal 100%. Ne? Mehr gibt es angeblich nicht, das stimmt aber nicht. Wie willst du dann jetzt es erlernen, über 100% zu fahren? Da musst du in den Bereich reinfahren. Ne? Dann lernt man das. Mhm. Wenn ich jetzt also bei 100 Meter 100% bremsen muss, was passiert eigentlich, wenn ich bei 80 Meter bremse? Da bin ich noch lange nicht im Himmel, ne? So, also da passiert noch viel, bis dass ich im Himmel bin. Wenn ich dann natürlich auch noch eine Motorplatze oder gleich, aber mir fliegt ein Rad weg oder ein Reifen knallt oder ich vertue mich, verschalte mich. So, oder die Bremse ist nicht richtig eingestellt, vorne zu hinten, dann wird er bei 80 Meter eng. So, außer, was ist denn jetzt kaputt? Die linke Seite, vorne, hinten, was auch immer. Also, das ist eine Automatik. So, und wenn du jetzt von diesen 20 Metern, die du später bremst, 10 behältst, ausgangs der Ecke, dann sind das 10 Meter plus, ne? Und wenn du das jetzt trainierst, dann sind das vielleicht auch noch 21 Meter, 25 Meter. Mit welchen Reifen geht das denn? Kann ich dann die Übersetzung so machen, dass ich also den zweiten Gang mit zum Bremsen brauche? Mhm. So, dann kann ich das Auto anstellen. Brauche ich dann den Körb? Gibt es da überhaupt einen Körb? Also, das ist so eine extreme Nummer. Da braucht man Jahre für, um das zu automatisieren und um das, wie kann man das beschreiben? Ja, was ist denn der kürzeste Weg auf der Nordschleife? Die Leute erklären mich für total bescheuert, wenn ich da rumfahre. Die sagen, was ist denn mit dem passiert? Es gibt 3, 4 Stellen auf der Nordschleife, da nehme ich dir ab 4 Sekunden. Du hast keine Chance. Und ich fahre auch jedes Mal bei dir vorbei. Weil du kommst nicht auf den Traum darauf, da zu fahren. Ein krasses Beispiel. Also einer der Punkte. So, du hast Kesselchen, da wo der Müller verunglückt ist. Das gibt
kommt in der Linkskurve Kesselchen hoch, dann geht es runter, so ein bisschen geht es hoch und dann auf der linken Seite hat der Müller gestanden und dann fährst du hoch zur Stellstrecke. Also da, wo du rechts hochfährst zum Karussell. Diese Strecke, dieses Ding, wo der Müller stand, geht mit jedem Auto mit Vollgas. Okay. Da schalten die runter, Leute. Habe ich dem Kenneth gesagt, dann sagt er, auf welcher Strecke bist du unterwegs? Das kann überhaupt nicht sein. Ich sage, setz dich in mein Auto, da fahre ich da hin. Ich fahre einen Schritttempo mit dem über den Nordschleife und sage, guck mal hier, mach mal das, da geht das, da geht das, da geht das, da geht das. Das geht, probiert aus. Also wenn ich da mit dem Gruppe C mit 330 Vollgas rumfahren kann, dann geht das mit einem SLS oder mit einem GT, geht das aber mal locker mit 280, ne? Ohne ein Problem, außer du musst die Augen zumachen. Und du musst entscheiden, wenn du über die Kuppe bist, wo du bist, ob du genau an der Körper, wenn du merkst, dass das nicht geht, runter. Mhm. Ansonsten komme ich da mit 400 Umdrehungen an dieser Stelle an, wo es rechts hoch geht zum Karussell. Ich komme nicht mehr nach links, das geht nicht. Jetzt kenne ich was von Reibverlusten, ne? Wir haben ein Labor. Ich kann die Straßenzulassungsrezeptoren machen hier. Das machen wir. Da bin ich einer der Motoren, war noch ein Doktor da unten, der das also macht. Aber ich weiß genau, wenn man immer links fährt, dass das abgerubbelt ist. Rechts ist nichts mit abrubbeln. Ich kann mit demselben Geschwindigkeit, also mit dem Topspeed, was ungefähr 25 Kilometer schneller ist, an der gleichen Stelle bremsen, als wenn ich links langsamer fahre, die 25 Kilometer. Ich fahre da wupp, so neben. Und mache auch noch so. Jetzt geht's weiter. Das ist der Anfang. Dann gibt es einen Curb, der ist so breit und so hoch. Wenn ich den nicht habe, fahre ich so in die Wand rein. Also in die Leitplanke rein. Keine Chance. Also wenn ich mich vertue, neues Auto. Und Lenkrad hier oben und hoch. Das ist so. So. Aber wenn ich, das kann ich aber noch entscheiden, ne? Was ist denn jetzt, zweiter Gang da hoch oder dritter Gang da hoch? Das kann ich vorher nicht sagen. Das hängt davon ab, ob ich den Curb erwische oder nicht oder ob ich so viel zu schnell bin oder nicht. Dann brauche ich den zweiten, dann bleiben die Räder hinten dick stehen und dann driftet das Auto und dann kommt der Curb und dann fahre ich, bumm, fahre ich so hoch. Und dann ist er 15 Meter weniger. Also ich versuche das nur mal zu erklären. So, und in diesem Bereich hin kommst du irgendwann rein, wo du sagst, Moment mal, und das reizt dann wieder. Wo du sagst, Moment mal, geht das jetzt? Was haben wir denn noch für Ecken, wo das so ähnlich ist? Können wir auch mal probieren, ne? Ja, aber es ist immer so teuer, auf der Nordschleife was auszuprobieren, oder? Ich bin ja deshalb noch nicht draußen. Ja, ja. Da muss ja schon mehr passieren. Ja, ja, da muss schon ein Plattfuß sein oder irgendwas, dann haben wir ein Problem. Ja. Ja, aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das mache ich ja auch nicht in jeder Runde. Wenn ich einen überholen will, der mich nicht vorbeilässt, dann mache ich das. So, ich mache das im Zeittraining. Wenn da einer hinten dran ist, mache ich das nicht. Bin ich bescheuert. Damit rechnet er das mit. Es gibt so viele Stellen da, wo der Ausgangs Hatzenbach, wo du im Moment das Loch reinfährt. Du gehst zum Flugplatz hin, ne? So, da gibt es auf der rechten Seite so einen Randstein wie an einem Grab. Der ist so ungefähr so 3 Zentimeter hoch, ne? Und das ist Gras. Wieso fahre ich da mit dem rechten Rad dran vorbei? Ich komme da an, bin zu schnell, mach wie beim Kart, einmal up, dann nehme ich Gas weg, dann driftet ein Auto. Dann möchte ich mit dem linken Rad an dem Randstein vorbeifahren. Wenn ich drüber bin, bin ich weg. Ja. Aber dran vorbei, so viel Luft lasse ich dann. Dann ist dein Auto rechts hoch, dann macht er plopp, dann machst du nichts davon. Dann fährst du die ganze Zeit weiter, das sind ungefähr so 15, 16 Meter. Dann machst du so, auf Teillast, sonst bist du weg. Auf Teil lassen, dann falle ich in das Loch rein. Am Flugplatz bin ich schneller 300 Umdrehungen. Ja, das klingt gut. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es ausprobieren würde. Das muss man schon dann seine Karkontrolle haben, sonst wird das nicht funktionieren. Genau, ja. Aber so, es geht ja noch weiter. Was mache ich denn jetzt am Flugplatz? So, bin ich 300 Umdrehungen höher. Wenn ich also da, muss ich normal runterschalten, je nachdem, welches Getriebe ich habe. Oder ich fahre da rechts rum, dann springt das Auto. Ich kann keine 300 Umdrehungen wegbremsen. Das ist nicht möglich.
Also dieses Timen des Bremsen ist nicht so feinfühlig, dass ich jetzt dann rauskomme. Also nimm mal an, ich drehe jetzt 8,8 und ich darf nur 8,5 drehen, sonst rutsche ich geradeaus. Das funktioniert nicht. Ich kann aber mit dem linken Fuß kann ich die Drehzahl wegmachen, wenn ich da hoch habe. Ich habe Zeit, genau. Dann mache ich genau die Drehzahl hin, dann ist die Nase unten, dann setze ich 5 Meter vorher auf. Und dann geht das nicht mit 8,5, sondern mit 8,6. Ne? Und von da aus zum Schwedenkreuz, das sind 3,5 Sekunden. Am besten machst du ja Augen dabei zu. Ja, klingt so, ja. Das klingt wirklich so. Ist auch eine Selbstüberwindung. Geht auch nur mit dem Auto, weil exakt abgestimmt ist. Mit welchem Auto ging das? Ich kann man das erklären? Das ist sehr, sehr, sehr selbstherrlich, was ich jetzt sage. Ich glaube nicht, dass ich 10 Rennen gefahren bin mit einem Auto, was nicht in der Balance war. Mehr nie im Leben. Warum? Weil ich immer zurückgegangen bin, wenn es nicht war. Goldenes Gesetz haben die mich für verflucht. Also, ich mache ein Auto, es ist nicht okay, dann baue ich. Den ganzen Tag. Dann speichere ich, also beim Testen. Dann mache ich das abends rein, tak, 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 dann stimmt das. Wenn das nicht stimmt, kann ich unterscheiden zwischen gut und böse, was gut und schlecht war, dann mache ich das rein. Dann kommt der Sauerstoff abends. Meistens, wenn es dunkel wird. Ich habe die Einstellungen vom vorigen Jahr, die machen wir rein. Dann muss die Zeit stimmen vom vorigen Jahr. Plus das, was wir wissen von der Elektronik, was besser ist. Wenn die nicht stimmt, haben wir was verkehrt gemacht. Kontrolle, messen, machen, tun. Stimmt was nicht. Nicht verarschen lassen. Ihr habt was gemacht. So, und dann geht es zur Sache innerhalb des Teams, wo ich sagen muss, Leute, ihr redet mit mir, was ist los? Kein Problem, ich finde das sowieso, also können wir das sagen. Und dann kommen die raus, dann, wir haben ja das probiert, der Reifenmann nimmt die Reifen, die verkehrt sind, die sind die gleichen Nummern drauf, Katastrophe. Geht nicht anders. Freut, ne? Du bist aber auch der Meister im Markieren von Teilen, ne? Teilweise sogar bei der Konkurrenz, habe ich mal gehört. Ja, erzähl das, wo ist es gemacht? Ich glaube bei Schnitzer, oder? Aber das war später mal. Ne? Das war ein Eggenberger Auto, das war der Helmut Kellners. Ja. Ich war bei Juma. Juma ist das Team, was die TM gemacht hat bis zum Schluss. Mhm. Der Vater Julien ist leider verstorben, der Sohn macht das weiter. Im Moment weiß ich gar nicht, was die machen. Also als Werkseinsatz DTM für BMW in der neuen DTM, da bist du schon wer. Die machen das also sehr gut. Und damals fuhren wir Touren-Europameisterschaft. Entweder mit den Coupés oder mit diesem 528er. Das waren an für sich gute Autos. Ich hatte mit diesem Rudi Gmeiner, ist das ein Begriff? Ist derjenige, der bei BMW die ganzen Tests vorbereitet und macht. Hatte ich diese ganze Testerei gemacht. Hab diese Zusatzfederchen erfunden. Also du hast eine normale Feder und du hast dann eine kleine Feder, die also so einen Bereich abdämpft. So, damit es nicht so eine Rollübersteuerung gibt. Das hatten wir alles ausprobiert. Das war in Mugello. Total verrückte Zeit. So, also egal, was wir nachher gemacht haben, wir waren dann irgendwann um 1,5 Sekunden schneller, was das denn, wo wir mit angefangen hatten, und zwar konstant jede Runde. So, und dann fährt der Kerl es mir plötzlich um die Ohren. Gleiches Auto, Schweizer Firma, Eggenberger. Helmut ist gut, auch speziell für diese Autos. Ja, und ich konnte dann mit Krawall, mir fährt keiner weg. Das geht nicht. Da rodel ich wie auch immer hin, nur bei einem 4-Stunden-Rennen. Dann mit Partnern kommt das ja noch dazu. Wenn dann einer, 5-6 Zehntel schneller ist, dann kannst du da 10, 15 Mal machen. Die erste Überrunderei, dann bist du plötzlich weg. Dann kannst du machen, was du willst. Ja. Dann machst du die Räder kaputt, die Bremsen kaputt und. So, und der kann nicht schneller sein wie ich. Das kann nicht sein. Gibt es nicht. Wissen wir untereinander. So, also ein anderer kann ja erzählen, was er will, aber wenn ich dem in der Augen gucke, der mir in der Augen guckt, dann gehe ich natürlich zu dem und sage, was hast du gemacht? Was ist? Ich muss das noch finden. Und gehe davon aus, ich finde das. So, und das Einzige, was wir gemacht hatten, oder was der gemacht hatte, war, dass der eine Sperre hatte, die besser war. So, und wir hatten bei Juma damals schläfende Jungs in den Aufliegern und ich habe die ganzen, 3 Stunden simuliert, alles durch.
Das Einzige, was es gibt, ist die Sperre. Alles andere kann nicht sein. Ich weiß das. Wie kriegen wir das raus? Rein, Zelt, Warenheber hochgedreht. Bei der Konkurrenz. Ja, natürlich. So, Treffer. Ja. Sperre machen dauert 5 Stunden. Also raus, Lamellen raus, einstellen, wirklich 5 Stunden. Und ich schätze mal, das war so 2-3 Uhr nachts. Und um 9 Uhr waren wir fertig. Und dann waren wir plötzlich, wir hatten natürlich... Du bist nachts aufgestanden, so ja, natürlich, 3 Uhr, natürlich. Das Auto aufgebockt. Die ganzen Jungs wach gemacht, ich sage, raus, jetzt bauen. So. Irgendeiner hatte doch mal einen leistungsstärkeren Motor, wo du die Farbe am Motor markiert hast. Ja, das ist das Rennen, Rennsportmeisterschaft Lancia gegen BMW, Endlauf. Ja. Gibt's ein Problem oder gab's ein Problem, dass also wer vor dem anderen ins Ziel kommt, der gewinnt die Meisterschaft. Und ja, genau, bei BMW war das war Schnitzer mit einem Roche Formel 1 Motor. Richtig. So, jetzt war ich natürlich bei Schnitzer lange beschäftigt. Ich kenne also, ob das dicke Willi ist oder wen noch immer alle. Ich kann da raus und reingehen, ich möchte, logischerweise. Mhm. So, beim ersten Training fährt die Stritze mir weg auf den Zwischengraden in Hockenheim, Altokurs Hockenheim, 80 Meter. Bye-bye, Meisterschaft, keine Chance, null Chance. Ich, Domingos, ich sage Domingos, wir sind im Arsch. Nach dem ersten freien Training, ich sage, forget it, keine Chance. Ich war geradeaus, war schon immer gut, aber diesmal nicht. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Da wusste ich nicht, dass da ein Roche-Motor drin war. Also Formel 1 war 1,5 Liter und DTM war 1,4 Liter. Zuerst mal der Verdacht, die haben da einen Formel 1-Motor drin im Training, um uns zu schocken, logischerweise, mit 1,5 Liter. Ich gucke da rein. Ich könnte jetzt machen, was ihr wollt. Ich hin zu dem Franze, das ist ein kleiner, dicker Mechaniker. Der Sohn macht das heute weiter oder nicht mehr jetzt, nachdem Schnitzer weg ist. Und sagt zu dem, hör mal, in der Zelt rein, also, oder in die Box, würdest du mal bitte das Auto höher stellen, vorne? Wie meinst du es? Ich sage, ja klar, damit die Kurbelwelle Platz hat. Lass mal gucken. Er macht stolz die Haube auf, ich habe eine gelbe Sprühflasche dabei. Alles gelb. Über die Kabel, über alles drüber weg. Einfach das ein fremde Auto, einfach angemacht. Schütze, mein Konkurrenzauto. Das war der Hammer. Palaver, ohne Erträge haben sie mich direkt mitgenommen. Und ich, sagen wir mal, wenn man jemanden gut kennt, dann ist das ja auch ein bisschen Spaß. Ne? Ja, ja, aber da war ja kein Spaß mehr. Ne? Ich sage, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt tun. Der Domingos hatte mich mit festgehalten. Ich sage, Domingos, du kannst mit denen anfangen. Forget it. Ich gucke da rein. Verarschen lasse ich mich nicht. Von keinem auf der Welt. Da gibt es nicht. So, und wie kann man das beschreiben? Wir reden, wenn man also eine Meisterschaft fährt und die ersten zwei, die sind müh auseinander. Mhm. Dann kannst du zwar mitfahren, je nachdem, eine Tagesform, Fahrer, hier wird normalerweise nicht in der Klasse. Also, scheißegal, was passiert. Nächstes Training hatten sie mal ich rein und sie mir die Haube. Ich sage, mach die auf und lackiere euch das ganze Auto. Ja, guck rein, sie haben den Motor gewechselt. Ich sage, wunderbar, waren das noch 30 Meter, 40 Meter. Ich wieder zu dem Domingo. Ich sage, mach mal denn jetzt? Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, wir fighten bis zur letzten Minute. Es gibt nichts zu diskutieren. Dann hatte ich einen Hammer dabei, wo man beim Bus die Scheiben kaputt haut mit. Ne? Dann hatte ich mit Isolierband unten festgemacht, rein, die Haube auf, rein, ich der Hammer, tick, 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 überall rauf. Da kann man ja sehen, ob man den wechselt oder nicht. Ne? Palaver ohne Ende. Wirklich richtig Stress. So, Mingus sagt, das kann man nicht machen. Ich sage, ist mir alles egal. Es geht nicht, dass einer mir auf der Geraden 50 Meter wegfährt. Und unser Auto war richtig gut. Also wir hatten zwar weniger Leistung, aber wir hatten Ferrari-Getriebe. Das war im Prinzip ein Ferrari. Ferrari-Getriebe sind ein Ratschgetriebe schon. Und man konnte, damals durfte man die Übersetzungen wechseln. Mhm. So, man konnte jeden Gang um 50 Umdrehungen unterschiedlich übersetzen. Das war der Traum eines jeden technischen Fahrers. Genau, aufs Drehmoment abstimmen. Ja, perfekt. Ja. So Turbos, 1,4 Liter, keinen Ladedruck, ging das ja alles nicht. So, mit dem Ergebnis, da gucke ich auch rein. Ich gucke in diesen Motor rein. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt tun, was ihr wollt, egal was das ist. Und zwar, ich mache Protest auf alles, was sich bewegt. Man musste auch sagen, auf Hubraum oder auf.
So, und dann habe ich also, das, alles, was sich bewegt, geht nicht. Man muss sich konzentrieren. Aber habe ich gesagt, Hubraum. Wegen Verdacht Formel 1. Warum soll der einen extra Motor machen für ein Rennen? Das gibt es nicht. Das muss man wissen. Ich habe mich mit dem Roche immer ein bisschen abgestimmt, was also Turbos betrifft und. Er war ein guter Mann, er war richtig gut. So, mit dem Ergebnis, dass also ich dann rein, der ganze Verein zusammen, ich habe da eine gute Idee. Ich kenne den Stuck, der Stuck ist total bekloppt. Der fällt da auch drauf rein. So, das heißt also, wir werden das Auto so übersetzen, dass ich zuerst mal beim Start den ausbeschleunige. Also bam, 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 die Ecke rum. So, und zum Rennleiter, würdest du den bitte links hinstellen? Das kann ich nicht machen. Der ist trainingsschnellster, der kann das doch dann selber entscheiden. Hat er sich entschieden für links. Wunderbar. Ich sage, der drauf für mich. Ich pom, pom, pom neben die Ecke rum. Auf die erste Schikane, so eher im Windschatten bei mir raus, vorbei, so bei mir. So, und ich hab dann so getan, als wenn ich Gas weggenommen hätte. So, und er fährt dann die 30, 40 Meter wandert, dann fährt er weg, ich beim Bremsen und kann er machen, was er will, da komme ich ja oben dahin wieder. Raus, nehme den hin, wieder so. Das ging dann 3, 4 Runden so. So, und in der 5. Runde, kann man das beschreiben? Die Ostkurve war keine Schikane. Die Ostkurve konntest du mit so einem Auto, mit Qualifiers und 15 Liter Sprit, konntest du die absolut voll fahren. Aber dann rutschte das Auto über alle 4 Räder und dann kamst du mit einer gewissen Drehzahl da raus. Ich weiß es noch wie heute. 9,5 durfst du mal drehen und 9,1 kommst du da raus. So, und vorher ist eine Bodenwelle. Also dann macht das Auto diese berühmte, da waren ja schon fast Ground-Effekt, oder so eine Pump-Stop-Nummer machte der. Geht der auf die Hohlgummis und dann springt der so ein bisschen nach. Dadurch stimmt die Aerodynamik nicht. Mhm. Also dann ging das dann nur noch mit 8, 9 oder sowas. Das meinst du ja, wenn du da trainiert hast. Also, was machst du? Linker Fuß, die Bremse runter. Mit dem linken Fuß runter, die Nase, das Auto gerade ist. Und dann kannst du genau zisilisieren, rauszukommen. Und dann kamst du da mit 8, mit 9, 3 oder so was raus. Das geht aber nur mit leerem Tank und nicht mit Holzrädern. Ne? Mhm. Rennen hast du ja harte Räder. Und der Stuck wusste das auch nur, der hat das nicht gewusst beim Fahren. Der stand auf der Reifen oben drauf irgendwo. So, also das hat's dann. Und ich habe dann die Meisterschaft gewonnen. Du, wie bist du zu AMG gekommen? Das war ja zwischen Köpfchen, BMW. Es gab eine Gurka-Fahrerin, schon wieder dieser Kreislauf, Ute Teichmann. Mhm. Diese Ute Teichmann war gut. Die kam aus Wuppertal. Es gab so eine Situation, Hagen, Wuppertal, Dortmund, für diese ja, Mafia, sage ich erst mal damals. So, und die war nachher irgendwann Sekretärin vom Aufrecht. So, und es gab den Wachsenberger, ein sehr schwieriger Mensch in der Anfangszeit, der, wie kann man den beschreiben, möchte gern Rennfahrer, so ja gut. So, er wollte natürlich der Beste sein, auch wenn er nur Rennleiter war. So, das haben wir ihm natürlich gründlich versaut, logischerweise. So, und die Ute hat dem, es sollte fahren, der Kellners, der Halm und der X. Noch einer, weiß ich jetzt nicht. So, und die haben sich geweigert, das Auto zu fahren, weil das nicht bremste. Es hatte null Bremse. Null. Unglaublich. So, und wir reden über die Rote Sau. Wir reden über die Rote Sau. Ja. Ute rief mich an und sagt, komm mal nach AMG, nach Affalterbar. Ich sage zuerst mal, wo bist du? Aus Wuppertal noch? Oder bist du jetzt bei den Schwaben gelandet? Nee, ich bin da und da, so und so und so und so und so. So, und hat dem Aufrecht gesagt, ich kenne da einen, der sagt auch, dass es nicht bremst, aber der fährt damit. Das ist doch klar. So, und parallel dazu habe ich dann natürlich gefragt, wo ist Affalterbach? Was ist Affalterbach? Was ist AMG? Kein Mensch wusste das. So, mit dem Ergebnis, dann bin ich da hingefahren, hatte so ein dickes Auto auch von Mercedes. Kommen da an, da waren die in so einer Mühle irgendwo, nach so Serpentinen und kann nicht anhalten, weil es gab keine Bremse. Und auch Bremsen waren schneeweiß. Immer vor und zurück, hin und her, kreuz und quer. So, und dann kommt ein kleiner Mann aus dieser Mühle raus, das war wie vor dem Ersten Weltkrieg, wirklich extremster Art.
So, guckt mich an und sagt, wenn mit so einem Auto hier ankommt und keine Bremsprobleme, den kann ich nicht gebrauchen, du bist engagiert. Das war Ort. Weil du auf dem Weg zur Mühle die Bremse kaputt gebremst hast. Ja, war rot. Ja. Wirklich, wirklich. Wenn ich stehen geblieben wäre, wäre das Auto abgebrannt. So, und dann sagt er zu mir, morgen früh, 11 Uhr, 11:30, Hockenheim, Test. Jetzt muss man wissen, ich habe vorher die Tests schon für Mercedes gemacht. Man hatte immer alles da, aber alles inkognito. Jeden Dienstag Mercedes oder jede 14 Tage. Bist du gefahren? Bist sehr oft gefahren. Für was? Fahrversuch. Straßenwagen? Ja, ganz normale Straßenwagen. Okay, alles klar. So, mit dem Ergebnis, ich wusste ja, dass der Dienstag ist. Ich kannte auch die Leute da beim Rein- und Rausfahren und. Aber er geht mit mir in die Mühle rein, steht da ein Auto bis an die Scheibe platt. Schrott. Morgen früh, 11 Uhr fahren wir damit. 11:30 fahren wir damit. Ich sage, ja klar, danke, schönen Dank, Kaffee, gute Reise, ich fahre wieder nach Hause. Nee, du bist hier in Schwabenland. So, mit dem Ergebnis, dass also dann so um 5, 6 Uhr kamen dann, ich würde sagen, 30 Leute an mit dem LKW, Rahmenlehre, Vorbau, alles vorbereitet, alle mit Mercedes, blauer Kittel. Ja, wir sind lackiert um 11 Uhr gefahren. So, und dann habe ich den Herrn Wachsenberger kennengelernt. Mhm. Seines Zeichens, wie nennt man das? Also ein Mann mit eingemeißeltem Stern, sehr, sehr unangenehm, unsympathisch. Mhm. Im Nachhinein war ich mit dem befreundet, im Nachhinein. Aber ich denke, halt die Klappe, sei ruhig, sei friedlich. Wenn du den siehst, hast du gesagt, um Gottes Willen. Also so eine richtige eingemeißelte Mercedes-Stern-Typ. Also Und ich bin nicht voreingenommen, das ist immer teuer. Also ich habe es gelernt, nicht voreingenommen zu sein, schon in der Jugend auch. Ich habe immer gesagt, halt die Klappe, mach die Fäuste zu, noch eine drüber, damit du nichts sagst. Er zu mir, setz dich Mitte neben mich hin. Ich sage, ja klar, super, ja. Ein großer Kurs. Er rein, ein Mercedes, beim Hinfahren, der erste Runde langsam, ein Mercedes braucht nicht zu bremsen. Der hat so viel Leistung, dass man nur vorher Gas wegnehmen muss. Ja, hat er gesagt, das war sein Original. Das war ein richtiger Rennfahrer. Total also, bekloppt. Ja. So, ich denke, ich bringe ihn um. So, also ich habe nichts gesagt, außer die Retourkutsche kam ja. Also drei Runden und ich bin jetzt nicht der Beifahrer, das kann ich nicht haben. Mir würde doch kurz so schlecht, wenn sowas ist. Was passiert? Er raus, ich sage, bei Fuß, setze ich mal daneben. Die erste gerade Runde auf die erste Schikane zu, durchgefahren, um zu gucken, so ein bisschen an die Ballen hin. Sind die festgewachsen, sind die voll Wasser, sind die nicht voll Wasser? Rum, so ein bisschen blöd erzählt und in nächster Runde bremse ich da, wo man normal bremst mit dem Rennauto. Da ging natürlich überhaupt nichts. Die ganzen Probahnen waren weg. Auf die Ostkurve zu. Und da ist ein Eisentor und da ist eine LKW-Teststrecke. Ja. Das bisschen, da wusste der noch nicht mal. Da ist eine Strecke, das ist zugewachsen, sodass da genau so ein PKW durchpasst, weil die fast nie gebraucht wird. So, ich hatte das vorher geklärt mit den Jungen, sie sollen das Tor aufmachen. So, und da fährst du so 100 Meter und dann kommt also so eine Wackelstrecke und Pflastersteine und so was. Und ich an die Ostkurve hin, den angeguckt, da ihr bremst, wo man normal bremst. Ich sage, und jetzt? Volle Karacho durch diese sogenannte interne Höhle gefahren. Ja. Seitdem hatte ich einen Sparingspartner. Und das ist wirklich, ich war bis zum Schluss mit ihm wirklich eng befreundet. Also der kippte dann irgendwann um und war dann sehr, sehr, sehr nett. Aber wir haben ihn auch dazu gezwungen, nett zu sein irgendwann. Also jemand, der war richtig gut, das kam ja jetzt noch dazu. Ute ruft mich an und sagt, der ist schon 4 Wochen in Paul Ricard. Es wird geplant, 24 Stunden Paul Ricard mit Pause, 2x12 Stunden. Der will, dass ihr da fahrt. Das war ein Nachspar. So, ich sage ja, machen wir mit der Bremse, in Spar geht das ja, aber in Paul Ricard geht das nicht. Ne? Da sind so viele Bremszonen drin, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall, in 4 Wochen ist er da, ich sage, super. Ich mit der Clemens Schickentanz dahin. So, ich weiß nicht, wer zuerst fährt, aber ich habe mit dem 1000 Kilometer in einem Porsche da gefahren. Im Herbst. Also, ich würde sagen, 4 Monate,
fünf Monate vorher. Ich kannte jedes Schlagloch in Paul Ricard. Ich setze mich in die Karre, dann fahre ich, was das Zeug hält, die ersten 500. Absolut flatt, was das gibt. So. Und wenn du das machst, dann musst du selber wissen. Wenn ich das mache, dieses Arschloch, den zeigen wir erstmal, wo es lang geht. Und er war ja stolz wie Oscar, Nagelschuhentyp, Sonnetyp. So, rein. Wir sind da eine Woche gewesen. Ich bin nie mehr diese Zeit gefahren. Und dann ausgestiegen, habe gesagt, ja, wenn wir das noch machen und das noch machen und das noch machen. Der war so weit von fertig, der arme Kerl. Und dann gibt es die nächste Nummer. Wir sind dann 24 Stunden in Nürburgring gefahren, wo ich die ganze Capri-Bremse eingebaut habe. Ich habe also Zackspeed. Also ich habe Schlüssel, habe ich heute noch. Rein, Halle, alles raus aus dem Rennauto, Capri. Du warst nicht mehr bei Zackspeed. Nein, natürlich immer, nicht. Das klingt immer so unglaublich, aber das muss man immer dazu sagen. Ja, natürlich du nicht. Du warst bei Mercedes. So, raus, da lag nachher so hoch ein Werkzeug. Wir haben abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr morgens waren wir fertig. Wiegebalken rein, also alles raus, alles rein. Mit den ganzen Zwischenstücke, Bremsscheiben, mit allem drum und dran. Illegal, logischerweise. Ja, klar. Start 24-Stunden-Rennen. Helmut Kellners im Schnitzer, ne, Alpina-Coupé, glaube ich. Alpina-Coupé. Er Erster, ich Zweiter. Erste Reihe. So, Start. Ich zum Helmut hin. Ich sage, du weißt, wenn ich da am Schwedenkreuz ankomme, habe ich keine Bremse mehr. Der Hatzenball ist schon Ende. Das kennst du doch. Ne? Mit der Haube vorne weg und dann die Scheibe fliegt weg, der Stern durch die Scheibe durch und alles sowas, kennst du doch. Ne? Also pass ein bisschen auf mich. Ne? Könnte ja sein, dass ich hier sonst in den Arsch fahre. Der Helmut Kellen, das hatte vorher den Unfall mit dem Wagen. Ja, natürlich. Sagen, ne? Der ist ja vorher kaputt gefahren. Ja. Ja. Was passiert? Ich hatte ja eine Bremse, wusste der ja nicht. So, und der wird beim Start beschleunigt der mich ja aus, weil da haben wir mal Gewicht. Mhm. So, auch Hubraum nützte da nichts. Und dann in der Hatzenbach raus, Schwedenkreuz. So an dem dran, so hin und her. So, er fährt rechts weg, ich außen dran vorbei. Und dann gibt es ein Startbild von der ersten Runde auf der Döttinger Höhe. Wie viel war ich? 700, 800 Meter vor dem. Habe ich nie mehr gesehen. Wenn er mich heute sieht, dann sagt er noch, du Drecksack, da glaube ich nicht. Weil der Wagen hat leider nicht gehalten. Das ist die Hinterachse kaputt gegangen. Also immer wieder bei der Technik. Heute hat man Teller- und Kegelräder Kugel gestrahlt. Mhm. Also die kommen in eine, ich weiß nicht, wie es jetzt modern, also vor 10 Jahren war das noch so, speziell bei den Rennautos. Dann brauchst du das nicht einfahren. Durch Kugelstrahlen werden die Laufflächen gehärtet. Mhm. Und das musste man das Auto einmal nach München und zurückfahren, so, damit das eingefahren war, sonst ging die Hinterachse kaputt. Dann gibt es die beste Story mit Mercedes. Dieses 24-Stunden-Rennen, Paul Ricard, hat man ja die Bremse, 5-Gang-Getriebe reingebaut, ein ZF 5-Gang-Getriebe. So, mein Vater lebte zu dem Zeitpunkt noch. Wachsenberger war ja inoffiziell, war ja kein offizieller Werkseinsatz. Hm. Wachsenberger im schwarzen Anzug. Die ganzen Mercedes-Mechaniker im Anzug, also die alten Mechaniker, die ich ja alle kenne. Wir waren mehr oder weniger vorne. Die Kupplung fängt dann zu rutschen, weil einer der Simmerringe entweder vom Motor oder vom Getriebe undicht war. Und dann gibt es, also wenn ich Cola sehe, dann gibt es einen alten Trick. Man nehme eine Ölkännchen mit Benzin drin. Es gibt diese Gusskännchen von früher. Ja. So, die spritzen von hier bis an der Wand. So, also die sind richtig gut. So, und man nehme eins mit Coca-Cola. Man tritt man auf die Kupplung und dann spritzt man zwischen Mitnehmerscheibe und Automat und Schwungscheibe, spritzt man zuerst mal mit Benzin dieses Öl weg und dann mit Cola hinterher. So. Okay. Und wir hatten auch Funk. Also ich über Funk sag meinem Alten, der soll die Nummer Kupplungen, Rutschen, LKWs vorbereiten. Das heißt, die Kännchen und dann komme ich rein. So, und dann machen wir das. Auto kommt rein, hoch, 2 Böcke drunter, spritzen das. Da steht der Wachsenberger daneben. Ich vergesse nie, ich konnte vor Lachen nicht wegfahren. Daneben und nimmt sich den Pulverfeuerlöscher, der Wachs, will das in die Kupplung reintun. Mein alter Herr sieht das, nimmt dem der Feuerlöscher weg, macht den Schnee weiß,
holt sich den Eimer Wasser, wo Leder drin war, kippt den über den drüber, der wusste gar nicht, wer das war, und brüllt den an, und so hätte die Kupplung ausgesehen. Kannst du vorstellen? Also diese Story, die ist ja so weit von unglaublich. Ich konnte wirklich vor Lachen nicht wegfahren. Der Wachsendacker stand da mit dem Löschschaum. Der war kein Schaum, sondern Pulver. Ach so, Pulver. Und alles war ja, also interner wussten das ja, dass das so war, dass der Chef war. Ne? Ja, ja. Und anschließend, ja, die haben sich natürlich dann anschließend vertragen. So, ich habe mit diesem Maxenberger, wie kann man das beschreiben, viele, viele Sachen gemacht. 190E, Vierventiler, Cosworth-Motor. Der gibt mir ein handgesprengeltes Auto, also eine Nullserie, um damit rumzufahren. Wenn du den Scheibenwischer anmachst und es regnet nicht, bringe ich dich um. Das war das beim Wegfahren. Mhm. Domingos kommt, ruft mich an, du gehst jetzt den Ayrton da Silva holen, Flugplatz Bonn, war Manager vom Senna. Ja. So. Ich dahin mit diesem Auto. Kommt er an, ich konnte den ja nicht. Ne? Schild, Senna, rein, er hat keinen Ton gesprochen mit mir. Ich zu den Domingos, hast du nicht mehr alle, was ist denn mit dem los? Nichts, kein Ton. Und ich, das war Jöst Rennen, 1000 Kilometer Rennen. Ne? Ja. So, Jöst sagte, Domingos kommt zu mir und sagt, der fährt mit dir, der Johansson, der Senna und der Wolleck und ich. 1000 Kilometer Rennen, Nürburgring. Ich sage, der Senna fährt im Nürburgring? Da Silva, der will überhaupt nicht, was der Nürburgring ist. Du hörst das doch? Ich sage, nie im Leben, sagt der Jöst, ja, das glaube ich nicht, kann nicht sein. Drivers Meeting, ich gemacht. Was passiert? Der lässt den im Training nicht fahren. Selber. Domingos sagt, entweder fährt er jetzt oder ich fahre nach Hause. Und Jöst hat nie was selber gemacht. Weil der Deschent, Hans-Dieter Deschent, ist das noch ein Begriff? Nee. Martini Racing 917er, die alte Zeit. Ja. Der mit dem Domingos haben Jöst gemacht zu dieser Zeit. Also diese Newman-Autos, Takaku Nummer 7, Le Mans, Japan und. Ich fuhr dann als Gast ab und zu da, wo ein Langstreckenrennen war. Was passiert? Jöst, Domingos sagt, entweder fährt er jetzt, ich fahre nach Hause. Kannst den ganzen Scheiß selber machen? So, und Domingos war der Beste. Der Beste von den Besten, kann ich ja nur sagen. Er darf fahren, er soll also rumfahren, war so getimed, oder Zufall, dass er einmal Betonschleife rum, gestartet und wieder zurück und Ende. Nicht schneller wie dritter Gang, bitte. War noch nie auf der Nordschleife. Ist nicht eine einzige Runde gegangen, noch mit dem Fahrrad gefahren, noch sonst irgendwas. Unglaublich. Für mich unglaublich. Das hat man nie erlebt, sowas. Ja. So, was passiert? Der war ja noch unterwegs, wo wir schon alle da saßen. Kommt rein, ein Porsche hat einen Serienzündschlüssel. Jedes Rennauto hat einen serienmäßigen Porsche-Schlüssel. Ne? Kommt so rein und schmeißt der Jöst das da, schmeißt den Schlüssel an den Jöst, dem fast an den Kopf. Und brüllt den an, das wäre sein fucking Zündschlüssel, er könnte ihn mal. Er würde nie mehr mit ihm reden, weil er den nicht hat fahren lassen. Oder nur eine Runde hat fahren lassen. Und er geht ja weiter. Zieht mich, da waren solche Sessel, ein bisschen bequemere, zieht mich über den Sessel raus und schleppt mich zu dem 190E. Nimmt mir den Schlüssel ab. Und ich habe dann in allen Sprachen versucht, ihm zu erklären, dass er nie zum Flugplatz kommt, wenn er so weiterfährt. Und da gibt es, wenn du jetzt an jeder Zissen runterfährst, gibt es doch so eine komische Hundekurve. Ne? Also es ist ein Parkplatz irgendwo, da hole ich immer aus, um da besser rumzukommen nachts. So, dann fährst du so rum, dann geht das so runter und so eine Senke und dann weiter. Also wenn du so weiterfährst, fährst du ja 100% in die Leitplanken rein, so mit vollem Karacho. Ja. Der war mit 170 unterwegs oder sowas. So, ich denke, ich bringe ihn um, das kann nicht wahr sein. Und ich kann einige Sprachen zwar nicht schreiben, aber zumindest reden, machen, Ton. So, es war eine Katastrophe und kein Ton, eher kein Ton. Und soll ich sagen, was dieser Drecksack gemacht hat, der ist 200 Meter vorher rechts an die Leitplanke gefahren. Rum, holper die Polter, Flügel weg, ganze rechte Seite abmontiert. Rum, und das war der Grund, warum der dieses 190E-Rennen fahren musste. Ja, wir haben den gezwungen. Der wollte das gar nicht machen. Zum Grand Prix-Kurs. Ja, genau. Weil er den Wagen kaputt gefahren hat. Das Nullserien-Auto. Ja, aber wie,
Das Auto hat gekostet, ich sag mal, 6-7 Millionen. Das war eine Nullserie. Das ist schon schwierig. Ne? Ja, ja, ja. So, und seitdem war ich mit dem befreundet. Also Domingos und. Und dann ist ja, wie das ausgegangen ist, das ist ja natürlich mehr als tragisch. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber habt ihr so noch Kontakt vorher gehabt? Dann immer ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Hattest du eigentlich mal also, den Wunsch, Formel zu fahren? Ich durfte das von zu Hause aus nicht. Und da gab es auch eine böse Nummer, die das dann verhindert hat. Also als Kartfahrer bist du an für sich geeignet, Formelautos zu fahren. Genau. Weil du dann ganz genau bist und weißt, wie die Räder frei sind, dann Rad springen lassen, anderen, kannst ja alles. Aber ich durfte es nicht und habe die Termine immer so gelegt, dass ich gar nicht konnte. Weil mein Vater gesagt hat, dass ich kann dich besser umbringen zu der Zeit. Aber du bist ein Formel-1-Rennen gefahren. Und ja, das dann, ist ja also ich bin zuerst mal eine ganze Saison gefahren, was heißt ganze Saison, 5-6 Rennen, mit Warsteiner Obermoser Formel 2. Obermoser Formel 2, mit der Keke war Einserfahrer, ich Gastfahrer Nummer 2. Mhm. So, und das ging an für sich ganz gut, außer die Autos waren nicht konkurrenzfähig. Wir waren zwischen 3 und 5 irgendwo in dem Bereich. So, das war an für sich ganz gut, aber damals waren sehr viele Leute unterwegs. So, ich bin dann auch mal mit dem Rolf Stommelen zusammen, es gab auch einen 3-Liter-Prototyp, also offene zweisitzige Rennwagen, gegen die Renaults in Dijon gefahren und haben die da verblasen. Also das war auch gut, das Auto. So, und dann gab es diese Chevron-Zeit. Ich hatte einen Chevron-Vertrag, hing zusammen mit dem Jochen Maas, Springbok-Serie Südafrika. Mhm. Da war eine Springbok-Serie mit 2-Liter-Prototypen und da waren Chevrons. Und das ging so gut, dass ich, sagen wir mal, von denen einen Testvertrag bekam für Formel 2 und für diese Chevrons-Prototypen. So, und es gab 24 Stunden an Nürburgring und mein Kollege bei Ford, bei Werks Ford, Capri Köln, war der Jerry Birrell. Und Jerry Birrell ist mit dem Auto, wo ich mitfahren sollte, in Rouen, tödlich verunglückt. Wieder eng beieinander. Wo das also, wie nennt man das? Du ziehst an so einer Strippe, an so einer Kirmes, so zieht was hoch und dann hängst du da dran und ein bisschen Mimmel. So, Zufall. So ist es, ja. So, und diese Nummer war so extrem. Das heißt, ich wollte das fahren, ich hatte auch einen Vertrag. So, und dann ging der, weil der Gary fuhr Test für die auch, wie mit mir zusammen. So, und ich musste hier für Ford 24 Stunden Rennen fahren, um Nürburgring. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, du kommst ja auf der Nummer nicht raus. So, und dann sind wir alle 4-5 Tage nach Glasgow und haben den beerdigt. So, das ist sehr, sehr oft passiert. So, auch in der Formel 1. Da waren wir jetzt eben noch, sind wir gar nicht hingekommen, mit der Formel 2, dein Formel 1 Rennen. Also Formel 1 war so, dass also der Günther Schmidt mich ansprach und dieses Auto war in Wirklichkeit ein Penske. Ja, dieser Penske war ein sehr, sehr gutes Auto. Alles hatte Cosworth-Motoren. Ich hatte theoretisch null Training auf so einem Auto. Ich bin natürlich mal mit Formel 1 rumgefahren, aber nicht so, dass man sagt, da fährt man jetzt mal schnell mit rum. So, der Günther Schmidt kam und sagte, ich habe ein Auto frei, hast du Lust? Ich sage, ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Dann machen wir Hockenheim. Hockenheim ist auch von der Gefahr her noch so, dass man damit leben kann. So, und es war ein Zeitpunkt, wo man, wenn man ankommt, ist man immer unter die ersten 12. Damals. Okay, ja. So, es war geplant, das einmal zu machen. Wir hatten also diesen Sponsor Mampe. Mhm. Man kann das einmal machen, man kann das zweimal machen. Ich kann das aber nicht öfters machen, weil mein alter Herr im Dreieck springt. Das geht nicht. Und ich wollte das auch nicht. Ich bin gefahren vor dem freien Training 15 Runden oder was mit dem Auto. Und das ging gut. Das war an für sich alles in Ordnung. Ja. So, und ich war weg von dem Einser-Auto so eine Sekunde. Das ist nicht viel in Hockenheim. Ohne jetzt mal Gas zu geben richtig, sondern nur mal gucken, was passiert und was man machen kann und. So, und ich war also in diesen freien Trainings so irgendwas zwischen 12 und 15, wo ich auch mit gerechnet habe. Wenn da jetzt 5, 6 von aus wäre, bist du unter die ersten 10, das war der Plan. Mhm. So, wenn du mit dem VW-Bus fährst, würdest du da auch landen.
als Beispiel. Ja. So, und dann gab es Zeittraining und dann war eine Halbwelle kaputt. Halbwelle abgerissen, bei Ende. Und ich hatte anderthalb Runden im Zeittraining. So, und lief auf den Emilio de Villotta auf und auf den Emerson Fittipaldi mit seinem scheiß Cuposucker. Und die hatten das gleiche Problem. Die waren nicht qualifiziert, die waren auch am Fighten. Ich hätte daneben stechen können mit Krawall. So, dann hätten wir aber die Räder durch die Gegend fliegen gehabt. Das wollte ich auch nicht. Musste auch nicht sein, ne? So, und dann ging es weiter. Das heißt also, diese damaligen Grid Girls waren Gurkha-Fahrer. Also die Schilder hatten, waren Gurkha-Fahrer, alles Gurkha-Fahrer. Okay. Und dann habe ich mit den Jungs vereinbart, dass sie beim Zurückschieben des Autos, da wo die Siegerehrung ist, da gibt es eine Schranke, die kann man aufklappen und beim Rennen machen die die zu. So, und die Begrenzung von diesem Auto, was da stand, an der Siegerehrung, an dem Treppchen, dahin waren so 6-7 Meter. Ich sage, und bevor da einer auf Start drückt, ist die Schranke auf. Wer auch immer das bei euch macht, ist mir egal. So, und ich fahre in jedem Fall da rein. Also ihr sorgt dafür, dass da keiner dazwischen steht. Ja, und ich wupp da rein, da war ich mit im ich war schon Zwölfter oder sowas. Nach 5 Runden. Du bist nicht abgewogen worden vorher, das hat keiner gemerkt. Natürlich nicht. So, ich weiß nicht, was für ein Journalist da war. Die haben dann irgendwann gesagt, wieso gibt es jetzt plötzlich, also es gibt eine Fernsehaufnahme von, wieso gibt es jetzt plötzlich 2 ATS? Was ist das denn jetzt? Das kann ja gar nicht sein. Und die fingen an, sich damit zu befassen. Und dann ist mir Schaltgestänge abgebrochen. Also mit einer Hochrechnung wäre ich 7. geworden. Also ohne, dass da noch einer ausfällt gewesen, oder so. Ja. So. Also nur rein vom Fahren her, das hätte gepasst. So, und dann gab es also eine zusätzliche Nummer, dass also der Huschke von Hahnstein war praktisch der FIA-Kommissar der deutschen Truppe. So, und der kriegte dann Druck von der Fokka oder wie das auch damals hieß, das weiß ich nicht mehr. Und sagte, jetzt müssen wir mit dem Haier irgendwas machen, weil da geht ja nicht, was er gemacht hat. Den müssen wir bestrafen. Dann rief der Huschke mich an und sagte, ich habe noch was gut zu machen. Auf jeden Fall rief er mich an und sagte, lieber Hans, das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen dich jetzt bestrafen. Was machen wir denn jetzt? Ich sage, das ist ganz einfach. Du kannst mich für diese ganze Saison Formel 1 ab sofort sperren bis zum nächsten Jahr. Das habe ich dann hochoffiziell mitgeteilt gekriegt. Du Böser. Rest des Jahres gesperrt. Ja. Das ist eine schöne Story, ne? So, hat er die Formel 1-Geschichte doch noch erzählt. Nur als Beispiel, zwischen meiner Frage nach der eben gehörten Geschichte und der Antwort lagen geschlagene 2 Stunden. Das war wirklich ein Tag, den ich nicht vergessen werde und ich hoffe, ich kann irgendwann nochmal eine Runde Nordschleife mit ihm fahren und euch zeigen, was er eben erklärt hat. Hans Haier und nächste Woche gibt's den 2. Teil. Bis dahin bleibt gesund und übt vielleicht schon mal einen Simulator, wie man noch ein paar Drehzahlen auf dem Nürburgring findet. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.